Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt. Okay, haha, wir verarschen euch jetzt voll. 3, 2, 1. Das ist ein So, das reicht. Willkommen bei Nostera Feedback Folge 5, glaube ich sogar. Wir haben euch jetzt voll geprankt. Und ihr müsst jetzt erraten, wer unter den jeweiligen Masken steckt. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Ja, Kalle sitzt hier, der hat heute ein Dekolleté. Und, nee, hat er gar nicht. Also zunächst, einleitend, die Frage. Wollt ihr das Format wöchentlich haben? Wollt ihr es nicht wöchentlich haben? Das Ding ist, dass wir nicht immer alle zusammentrommeln können. Hier steckt zum Beispiel jetzt unser Special Guest des Tages drin, aber nicht Kalle. Kalle wollte eigentlich da sein, dann haben wir hier so viel Schweinereien gedreht und so und dann kamen wir nicht dazu, das nächste Feedback aufzunehmen. Also sitzen wir jetzt in dieser Konstellation da. Wie auch immer, Special Guest war auch in 2, 3 Videos mal zu sehen. Am Rand 2009. 2009 in einem Video, 2010 und 2 oder so. Und ja, Lina. Jetzt hast du ja auch an. Na, hallo. Jetzt, wann nimmt sie denn die Maske ab? Weil, wie habt ihr ich euch dachte, das dann, wenn du sie offiziell vorstellst. Oder? Naja, Lina. Okay, also kann ich sie jetzt abnehmen. Offiziell. So. Deine Frisur sieht jetzt richtig gut aus. Du hast ja ein Haar von mir. Sogar mehrere, ja. Wir sollten mal langsam auf den Punkt kommen. Ja, wir kommen jetzt mal auf den Punkt. Also schreibt mal, oder nee, parallel zu diesem Video, wie das online geht, haue ich bei Facebook eine Umfrage raus. Wollt ihr es wöchentlich? Wenn ja, welchen Tag? Aber nur ungefähr, weil einhalten werden wir es eh nicht. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit regelmäßig hochladen, weil das Hochladen um die 20 Stunden dauert und Rendern dauert auch nochmal ewig. Deswegen kann man das vorher nicht planen, aber so ungefähr so zum Wochenende hin oder zum Montag, Dienstag, Mittwoch, wie auch immer, ich hauen mal eine Umfrage auf Facebook. Alle, die bei Facebook angemeldet sind, mögen das mal beantworten. Kommen wir doch zur ersten Frage. Sind wir denn überhaupt schon so weit? Oder willst du mal deine hässliche Maske abnehmen? Bist du schon ganz unten? Sehr gut. Ich bin inkognito heute. Ja, du kannst doch nicht vorlesen. Ich glaub, kann nicht. Er. Naja, siehst du. Nein, das hört man nicht. Ich kann es ja übersetzen. Boah, wer hätte das gedacht? Reveal. Unter der Woche ist es unfair. Jetzt muss ich alles anschauen. Wöchentlich, Wochentag. Ja, das haben wir ja gerade, das habe ich dazu geschrieben, wöchentlich, Wochentag. Ah, in grün. Das haben wir ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass ihr mal uns mitteilen sollt, wie oft. Weil, also wir können es gerne regelmäßig machen, dann aber mit dem Defizit, dass halt mal nicht alle Zeit haben, weil das einfach nicht möglich ist bei uns. Und, ja. Die Idee bist du nie gekommen. Trendy, trendy. Okay. Ja, dann springe doch zur zweiten Frage. Wieso so spät? Morgen werde ich es anschauen. Ich freue dich. Ja, das war keine Frage. Ja, cool, dass du es nachdenkst. Die Frage ist die Uploadzeit. Die Frage ist die Uploadzeit. Ja, ach so, weil das so spät ist. Ja, tut mir leid. Wie gesagt, es dauert übelst lange, das zu rendern und hochzuladen. Deswegen kann ich das immer sehr schlecht planen, wann das online geht. Sobald es hochgeladen ist, freigeschaltet, geht es los. Schleichwerbung hier. Ja, nee. Nesten ist schlecht, Grundwasser. Grundwasser. Ja, nächste Sache. Das ist auch keine Frage. Ich guck's mir immer an. Ja, das ist schön. Will ich einen Keks? Weiter, ja klar. Da kommt mal eine Frage. Ich freue mich schon voll. Die Folgen werden ja immer länger. Finde ich gut. Ja, aber dazu muss ich sagen, länger als 2 Stunden versuchen wir es jetzt nicht mehr zu machen. Also. Jetzt kommt eine Frage und jetzt lese ich auch das erste Mal den Fragenden vor. Fischtoria. Warum heißt Herodes eigentlich Herodes? Die hatten wir schon mal. Ja. Ja, warum heißt Herodes? Wegen der Oma. Keine Ahnung. Wegen der Oma. Voll ausgeholt. Die wohnt auch irgendwie hier. Deine Oma wohnt hier, alle wohnen sie hier. Alle Omas wohnen hier. Oh, nee, ja. Die Story war langweilig. Nächste Frage bitte. Fakt ist, ja. Funky, nein, ich will das jetzt. wenn mein Chef und so und Herodes. Funky Schitter. Funky Schitter. Der fragt,
Wofür steht denn nun DHIA? Wir hatten das schon beantwortet. Deutsche Hackfressen Aktion, DRÖ hat irgendwie auch was, durfte hintern es immer anfassen. Ja. Fangi Schütter ist echt ein cooler Typ. DRÖ hat irgendwie auch was, finde ich auch sehr geil. Was ich zu dem Herr Rodes sagen wollte. Dir ist also sehr wichtig, dass man deinen richtigen Namen nicht kennt, weil du da in die Bredouille kommst bei deinen zukünftigen Arbeitgebern. Bitte auch damit! Herr Rodes ist im Prinzip mein richtiger Name. Ich höre den sehr gerne und ich lasse mich auch damit rufen. Herr Rodes! Das klingt doch scheiße, Mann. Das ist zu lang. Herr Rodi? Ja, lasst euch mal eine stylische Abkürzung für Herr Rodes einfallen. Schreibt's in die Kommentare! Oh, seid ihr. Seid ihr Trash. Aber du hast automatisch mitgemacht. Ja, ja. Was? Ganz spontan. Lina ist nur Eye-Candy. Ich habe gar keinen Clip eingeblendet. Jetzt blende ich einen Clip ein. Von Lina. Jetzt. Warum kennen Sie Giga? Das ist so scheiße geworden und früher war es viel besser. Oh, Alter, hat die und da. Jetzt, was? Hat die da wirklich gerade eben ein Messer in den Bauch bekommen? Nein. Nein, das war einfach nur so gemacht. Ach so, Assassin's Creed, ja, den habe ich eingeblendet. Ja, ja, weißt du doch. Ja. So. Kieler Woche, Deck Joe. Kieler Woche, die habe ich abgekürzt, weil das hat sich mittlerweile, glaube ich, erledigt. Die war im Juni, der Juni ist jetzt vorbei. Würde ich sagen, ist ja ähnlich wie Gamescom. Nee, brauchst du nicht vorlesen. Gut, also, weg damit. Hat sich erledigt. Ja, tut mir leid, wir haben jetzt ein, zwei Wochen kein Feedback gemacht und nee, wir waren nicht da. Werde mal nicht so stressig. Ich kommentiere übrigens, während ich die Videos schaue, zu der Timesplitters-Reihe. Es gibt 3 Spiele, von denen Timesplitters 2 und Future Story bilden. Die Story bilden. Future Perfect die Story bilden. Das ist schwer mit dem Handy. Teil 1 ist nur ein Arcade-Shooter. Kennt ihr mal Timesplitters? Ja, Timesplitters, das hatten wir auch beim letzten Mal. Ich finde das Spiel ja eigentlich ganz gut, also kann man nichts dagegen sagen. So. Das kann man schön zu zweit zocken. Und Screen. Du sagst mir jetzt, wie man das ausspricht. Q-Ben oder O-Ben 5 oder... Ja. Irgend sowas. So ein fleißiger Kommentator. Ja, da ist auch ganz viel Herodes-Talk, guckt der immer gerne. Hat Robby tatsächlich nur ein weißes Hemd oder hat er einen ganzen Schrank voller gleich aussehender weißer Hemden? Einen ganzen Schrank nicht. Wenn du jetzt aufmachst, werden das die Leute nicht sehen. Nee. Einen ganzen Schrank nicht, aber ich habe sehr viele. Und ich habe jetzt das hier an. Meine Oma hat mich genötigt, das hier Ich finde, das passt gut zu dir. Passt es gut zu Robin? Schreibt's in die Kommentare! Wir sind ein gespieltes Team. Und außerdem... Ja. Entweder habe ich nicht weit genug geschaut, um es zu sehen, oder das Bild von Sanji klebt nicht mehr hinter euch an der Wand. Das ist hinter den Kommentaren versteckt, das sieht man jetzt nicht. Nur für dich, nur für dich. Nein, nein! Er ist abgerissen. Sanji ist immer bei uns. Ja. Der wurde jetzt in ein Jahr, ja, fast ein Jahr hing der da dran und wurde nicht einmal abgemacht. Hier, also halt immer die Kommentare darüber. Ja, genau. Hier müssen jetzt die Kante sein, wo die Kommentare sind. Die sind hier oben und das ist. Und hier hängt das Bild, was seht ihr jetzt nicht, weil die Kommentare drüber sind. Mal gucken, ob er noch hält. Der kommt bestimmt hier währenddessen nochmal runter. Der kommt noch, ich bin direkt zu dreist, noch eine Frage zu stellen. Kannst du mir einen reinkippen? Ja, ich kann dir auch einen geben. Wie kannst du hier reinwerfen? Ja. Ich finde das so witzig. Ja, dann sind auch Lust darauf vor, andere beziehungsweise überhaupt Formate neben Herr Rodes Talk geplant. Also Herr Rodes Talk als ein Format zu bezeichnen, ist schon mal so eine Überbewertung. Hallo, du hast es selber als Format schon bezeichnet. Naja, ja. Also sind andere Formate geplant? Eigentlich ja. Was ist denn mit der Anna Show? Anna Show? Ich habe mich noch nicht mal Anna Show genannt. Es gibt ein neues Format mit dem Namen Anna Show. Was soll in der Show Anna Show passieren? Nein, das haben sie schon bei dir in die Kommentare. Ja. Das einer, also neben den ganzen Porno- und Erotikfilmbeiträgen war sogar einer ganz gut. Schminktutorials, ja. Einer war sogar ganz gut. Ja, was mit den Zementen oder so. Na, seid gespannt. Scheiße. So, ich plane ein neues Format, aber bis das kommt, gibt es noch ein Übergangsformat. Das habe ich schon aufgenommen, das kommt demnächst. Ja. Das ist die Innovation in Person. In. Erfahre ich jetzt hier, dass ich auch noch ein Format... Kriegst du auch ein Format? Ja. Jeder plant auch ein Format. Was planst du? Machst du auch Schminktutorials? Ja, ja, ja. Das kann Lina machen. Bin ja, ich raus. Aber irgendwas Besonderes muss doch bei sein. Du machst es kopfüber oder sowas, weißt du? Dass es nicht so langweilig ist. Herr Rodes Talk ist auch was ganz Besonderes. Oder blind nur. Ja, Herr Rodes Talk ist also. Das ist ein von Kopf bis Fuß durchdachtes, innovatives
Hier kommt noch mal was. Naja. Du ein neues Format? Ich? Nee, und dann mal gucken. Gelegentlich mal was hochladen, das ist gerade irrig. Das wäre ganz schön krass, wenn wirklich irgendwann jeder von uns fünf so da ein Format hat und dann kommen da fünf Videos am Tag und dazu noch unregelmäßige Sachen. Also. Der Kanal ist einfach nur Willi, Walli, Wullu, Bolu. Verstehst du? Aber sehr erfolgreich. Kannst du mal die Zahlen veröffentlichen? Ja, die veröffentliche ich mal, weil die kann jeder auf Social Blade sehen. Ja, ja, aber das ist cooler, wenn wir das jetzt so machen mit Show und allem. Jo. Ja, 13.000 Aufrufe im letzten Monat. Nein, so viele? Ganz schön tight. Boah, und wie viele Abonnenten? Fast 300 oder so. Ja. Ich meine, warum schaut ihr euch das an? Ziemlich cool. Ja. Aber ziemlich dumm, was da alles zu sehen ist. Aber ziemlich cool. Mach mal eine Geschichtenstunde oder mach das so Herodes-Talk-mäßig, jeden Tag eine Geschichte. Ne? Wie? Ja, nee, Wir können mal Nosterafe-Geschichtsstunde kannst du machen. Geschichten erzählen, weil das ist übelst witzig, wenn ich mit ihm nach Jena oder nach Erfurt fahre. Er erzählt mir immer Geschichten, egal wo wir sind, hier ist was passiert, hier habe ich mir auch mal ein Fahrrad geklaut, hier habe ich mit deinem Kind die Klinge geklaut. Außerdem war es bei der Oma, das war nicht ich, ich war nur dabei. Das Kind und der Klinge, was war das? Nee, das war geil. Das war vor allem keine Klingel, das war... Meine Hupe! Erste Geschichte, bald auf Nosterafurz. Nein, die kann ich ja jetzt erzählen. Nein, und jetzt ich wollte die Feedbacks nicht mehr so lang machen. Ja, aber zu den Geschichten wollte ich sagen, dass die halt eher spontan kommen. Da kannst du nicht sagen, los, jetzt erzähl mal eine Geschichte. Sondern, weißt du, da gibt es so... Lina sagt ein Wort und dann sage ich, ey, ja, weißt du noch damals, als wir auf der Ilm geschlippert sind und so. Als es Bratwurst mit Burgunderbraten. Bratwurst mit Burgunderbraten. Nee, aber das mit der Hupe, das war nämlich sehr geil. Damals habe ich an meinem Fahrrad ganz viele Dinge gesammelt, das weißt du vielleicht auch noch. Da hatte ich teilweise so 3-4 Hupen und Klingeln und bunten Scheiß dran. Und da waren wir auf so einem Dorf und da war ein kleines Kind und ich habe gefragt, ob ich dem Kind die Hupe abkaufen kann. Und das hat sich einfach geweigert. Und ich wollte die aber unbedingt haben, das war die allererste Hupe. Ja, und dann habe ich es einfach abgebrochen. Und im Hintergrund halt, ich so zu Kalle oder wer da dabei war, Alter, lauf, lauf, lauf. Und im Hintergrund so, meine Hupe. So mega mies. Ja. Hallo, einmal darf man sowas machen. Nein. Also wie gesagt, nach Jena oder Erfurt fährst du mit dem Fahrrad eine Stunde und ich höre nur solche Geschichten. Da wird einem nicht langweilig. Und wenn du keine Geschichte hörst, dann... Ich wollte die unbedingt sagen. Meine Hupe. Dann ich hätte ihm Geld gegeben. Und es hat auch noch so laut geknackt, so... Meine Hupe! Wenn er mal keine Geschichten erzählt, dann fahren wir durch irgendein Dorf, ja? Wo links und rechts gelegentlich meine Oma läuft. Warum ist denn das hier so ruhig? Oder irgend sowas. Oh, das ruhige Dorfleben, ja? Er kann das nicht gut wiedergeben. Ja, gib das mal vor. Nee, wieder. Doch. Nee, jetzt hab ich, wollen wir jetzt weitermachen? Nein, wir machen die ganze Zeit weiter. Jetzt lass die Fans doch mal hören, wie du das machst. Oh, das ruhige Dorfleben. Ja. Ich dachte, der Rodes Arnold ist dasselbe wie Rodes Axel. Ja, das finde ich aber gut. Was ist denn die Frage? Dann nenne ich jetzt, das muss doch keine Frage sein. Rodes Axel. Nein, wir nennen, das ist auch eine schöne Abkürzung. Du bist jetzt Axel einfach nur noch. Axel! Axel. Lies weiter. Axel. Es gibt ab heute Axel Talk. So, jetzt hier nochmal die übelste Frage. Herodes, bastel das Dreckskostüm. Ja, bastel das mal, Herodes. Bastel das mal. Ich mach's. Ist doch Axel. So, jetzt ein schöner Kommentar von Vollpfosten. Erstmal Spam gezeichnet und zweitens. Ja, ich kann ihn nicht aufdecken. Was sind eure Lieblingstierefarbenbücher? Tierefarbenbücher? Also die Farben von Tierbüchern, oder was? Ja. Jetzt hat es aber echt gedauert. Tierefarbenbücher. Tiere. Nee. Ich habe keine Lieblingstiere. Ich mag Tiger. Nee, das sind Bücher über Tierfarben. Ja, laber mal nicht. Ich mag Tiger. Zebras, echt? Ja. So, okay, ihr habt nichts, dann haben wir... Ja, was gibt's denn für coole Tiere? Mizis, Rot und... Bücher. Wenn man bei mir schwarz und weiß als Kontraste ausklammert bei Farben, dann weiß ich es auch nicht. Tiger, hellgrün und zurzeit Alice im Wunderland. Welches Land wollt ihr ganz doll umdenken? Hallo, Bücher. Ich hab's doch eben aber du liest doch nicht. Hallo, das stimmt überhaupt nicht. Du hast irgendwann mal gelesen, ja. Hier, das ist ein geiles Buch. Das ist ja spiegelverkehrt. Ach so, weil es umgedreht ist. Ich bin doof, ihr seid cool. Jo. Lina, hast du noch was zu sagen? Ansonsten habe ich ganz viel Dan Brown gelesen. Farbe, und wer ist jetzt die Lina dran? Aber Dan Brown gelesen. Und Stephen King. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Und
wie heißt es von dem einen? Die nächste Frage bitte. Ja, bitte. Der Zorn heißt das Buch, ich kenne den Autor. Kannst du Robin den Mund zu halten, Digga? Die ganzen Harry Potter Bücher habe ich auch gelesen. Ja, Harry Potter war übelst geil. Da habe ich so viel Zeit mit keine Satter. Ich habe früher mal lustige. Noch ein bisschen orange Saft. Du musst einmal seinen Namen auspiepsen. Nein, hallo. Herodes. Ich habe schon gesagt. Ich habe Axel früher lustige Tiergeschichten vorgelesen. Axel! Und auch Harry Potter. Immer wenn ich gesagt habe, Lord Waldemar, hat er sich bepinkelt. Das war noch Zeit. Lord Waldemar. Lies mal weiter, Axel. Welches Land wollt ihr ganz doll unbedingt mal besuchen? Ganz doll unbedingt. Wie steht hier? Jo. Meine Number One ist auf jeden Fall Japan. Meine Number Two ist Amerika. Alaska. Nee, echt? Ist Amerika im Prinzip. Ja, aber echt? Nee, ja, ist ja geil. Willst du Axel Supertramp sein? Egal. Verstehe ich mal nicht. Into the Wild. Oh, du bist doch so... Voll der krasse Film. Axel Supertramp. Ja. Der hat Robin schon geguckt, als er noch als Alaska. Habt ihr ein Lieblingszitat, ein Lieblingsspruch? Alter, die anderen haben noch gar Entschuldigung, die anderen. Habt ihr ein Lieblingsland? Also ich will auch nach Amerika. Wo dahin? Hast du eine Stadt? Ich finde San Francisco Las sehr Vegas ansprechend. Las Vegas. Ja. Oh, Las so, Vegas. So hat das letzte Video aufgehört. Oder San Francisco. Ja, wo die Straßen so, gell? Wirklich so. Die gehen, Alter, die gehen richtig. Die gehen so weit runter, die gehen schon fast wieder hinten hoch. Ja, okay. Die sind so kreisegal. Anna? Ich möchte gern irgendwo hin, wo es grün ist und kühl. Irland. Thüringen. Das grüne Herz Deutschlands. Irland. Thüringen ist ein schönes Land. Irland. Das nicht sind so viele. Dann vielleicht Irland. Er hat angefangen. Jo. Hab ich die Spaß. Sah irgendwie cool aus mit dem Kopftuch, oder? Ja, mach's wieder auf. So, lies mal weiter. Habt ihr ein Lieblingszitat, einen Lieblingsspruch? Jo. Ordering people to subscribe destroys what a subscription is supposed to mean. Ich hab letztens einen gehört. Time you enjoy wasting is not wasted time. Ah, den hab ich schon von dir gehört. Ja, den finde ich voll cool. Das ist aber schulisch. Ich hab doch letztes im englischen Segment des letzten Videos, hab ich doch voll den einen gerissen, ey. Im Englischen. Den Ed hast du gerissen? So. Wegen, no, auch so eine Lebensscheiße hier. Na, dann blenden wir die Zeile, weil ich das eben überlegen muss. Da hast du wieder einen schlauen Spruch gebracht. Ja! Pass auf. Jetzt na hier, wie lieber Fly, Junge. Ach, das ist jetzt alles Länderzeit hier nochmal. Das stimmt. Ich habe auch einen tollen Spruch. Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber eine Mulle pupt. Genau. Die Lina? Die Elfe gerade. Okay. Ansonsten noch, ja. Welche berühmte tote oder lebendige Persönlichkeit würdet ihr gerne mal treffen? Das Betreffen beinhaltet auch ein Gespräch. Oh, das ist aber nett, dass er uns auch noch ein Gespräch gestattet. Marilyn Monroe. Ich dachte, jetzt kommt irgend so ein Chris Brown oder ich weiß, der lebt ja noch. Da muss ja, kann ja lebend oder tot sein. Also, das ist egal. Ach so, nein, nee. Nee, das ist ja langweilig. Jesus. Ich würde gerne mal mit der Leiche von Adolf Hitler reden. Nee, mit Hitler reden? Nee, das wäre echt mal interessant, was der so zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob der mit euch reden würde. Ey, ihr beide und Hitler, was wäre mit uns reden? Ich hätte echt gerne so ein Instagram-Foto, wie ich Hitler ein High-Five gebe oder so. So mit so einem Vintage-Filter drüber. Ja, nee. Ansonsten, Alter, keine Ahnung, Alter. Alter, wenn man mit berühmten Leuten rumhängt, dann trifft man auch berühmte Leute. Okay. Also ich würde gerne mal... Also ich habe da schon einige Träume, die ich gerne mal treffe. Ich habe schon mal mit Torge geredet und ganz vielen Berühmtheiten in... Ich habe Torge schon mal einen Tomahawk in die Schulter gerammt. Leider nicht doll genug. Ja. Aber den finde ich eh nicht so cool. Also ja, die letzte Aktion. Ich mir nichts drauf ein. Also... Gäbe es zur letzten Aktion, fand ich cool, das mit dem. Lass mein Song runter, DSDS. Ich hab den trotzdem nicht geguckt, also. Ich fand ihn eigentlich nie schlecht, so. Ich sag noch Farin Urlaub dazu. Klar, Farin Urlaub. Und, aber das heißt nur, Und? Ja, also, ein Konzert von White Stripes wäre halt cool. Da würde ich auch auf das Gespräch verzichten, aber die haben sich aufgelöst. Oh. Ich hab übrigens noch gar nicht gesagt, wie ich mich treffen würde, gerne. Mit Maggie. Die habe ich schon Was mal ist getroffen. Eigentlich mit Maggie? Habt ihr lange nicht mehr gesehen? Oder? Lass mich jetzt bitte damit in Ruhe, bitte. Das ist jetzt echt unpassend. Hast du es noch nicht verarbeitet? Das ist doch jetzt an falschem Platz ohne Mist jetzt. Ach, deswegen, Leute, bitte. Willst du hier nicht mit Lina heute? Leute, lass das doch jetzt mal bitte. Also er kann es nur gerade nicht zeigen. Ich fass es nicht. Leute, er kann es nur gerade Es geht jetzt um berühmte Personen. Du machst jetzt doch Maggie nicht mit Leif, was wichtig ist. Er will es euch noch nicht zugesehen. Wenn Maggie das jetzt sieht. Dauert noch Ja, haben wir es jetzt. Danke. Krass.
Du hast ja schon so rot. Ja, das ist mein kleiner Bruder mit erwachsen, ja. Oh Leute, ohne Scheiß. Oh echt. Das ist. Findest du jetzt äußerst witzig? Leute, Alter, schickt ihm keine Fanpost. Ja, schickt ihm nicht. Ich schick dich gleich mal. So. In welcher Zeit würdet ihr mit einer Zeitmaschine nur Vergangenheit reisen? Hitler? Ich würde in Hitler reisen. In die Hitler-Periode? Nee, schon so, als es noch keine Tiere gab damals. Da würde ich mir gerne mal umgucken. Ich meine, gut, da müsste es schon Sauerstoff und so Scheiß geben. In so in die Zeit. Wo es alles losging. Zeit. Ich würde gerne in die Kindergartenzeit zurück. Ach so, also nicht so geschichtlich. Nee. Ich würde gerne 50er Jahre. Ich fände es übelst geil, mit meinem jetzigen unglaublichen Intellekt in die erste Klasse zu reisen und die Lehrer da ein bisschen zu. Oh, das habe ich mir auch schon überlegt. Das wäre so cool. Hochbegabten Kind in der Grundschule. Das wäre geil. Aber ich würde mich strikt weigern, hochbegabt. Na, wird man dann wieder klein, wenn man in der Zeit zurückreist? Nein, darf man ja nicht. Also, ja, also du wirst klein, aber dein Kopf muss gleich bleiben. Das ist ja, genau. Aber wenn du da wirklich nur das meinst, dass du so bleibst, wie du bist, dann würde ich ins feudale, feuchte Aale Japan wahrscheinlich. Feuchte Aale. Ins feudale Japan. Okay, bitte. Wollt ihr Lisa noch was voll sagen? Ich würde gerne in die 50er Jahre. Achso. Du doch auch, oder? Hier. Die nächste Frage. Wie kriegt man ein Mädchen dazu, dass es Loch gibt? Das steht da gar nicht. Nein, das ist was. Na, dass es Loch gibt. Also. Unglaublich. Nee, das hat auf uns. Nee. Was? Das hatte hier von Sanji den Spruch. Loch geben. Nee, die Frage ist tatsächlich so ähnlich. Habt ihr in Klammern nahezu unfehlbare Flirt-Tipps? So, sag mal, was machst du? Gib mal hier Sina, gib mal hier deinen Tipp, wie die Mädels bei dir Loch geben. Zeig mal jetzt bei Lina, wie du das machen würdest. Ja, ich hab noch nicht so viel Loch bekommen. Also. Gehst du da so hin? Ey, Alter, gibst du Loch? Oh, nö. Das ist nicht frei. Was ist mal? So was lädt Sanji hoch, ey. Okay. Alle Mädels. Was würdet was muss ein Junge machen, damit ihr Loch gebt? In die Kommentare. Wir haben 10% weibliche Zuschauer. Es geht jetzt um unsere Tipps, ja? Ja. Was machst du, damit die Mädels bei dir Loch geben? Genau. Ich schwärme von ihren tollen Augen. Ach so. Den Sternen am Himmel. Und nee, ja. Wir machen da mal sowas, weil wir haben ja dieses Konzept Duet und da würde ich so eine Art Pilotfolge machen und da würde man auch mal sowas. Ich will da gar nicht so viel spoilern, das kann total dumm werden, das kann auch total lustig werden, deswegen mal sehen, dass wir das ein bisschen kreativ machen. Ansonsten, nahezu unfehlbare Flirt-Tipps ist, mich bei Caro aufs Klo zu ziehen. Jetzt geniert sie sich. Nee, ja. Ohne Scheiß, Mann. Wenn du... Ultimativer Flirt-Tipp. Ultimativer Flirt-Tipp. Nee, aber das ist doch echt. Aber das versteht jetzt keiner. Erklär das mal jetzt mal bitte. Nein, das sind zu viele Insider jetzt. Die müssen wir nicht alle aufdröseln. Das Ding ist doch besonders, die besonders hübschesten Mädels, ja? Die werden ja, wenn die angesprochen werden, dann nur von irgendwelchen Sophies hauptsächlich. Mit irgendwelchen primitiven Sprüchen. Wenn man die aber jetzt am hellerlichten Tag einfach so anspricht, ja, dann sind die das eher nicht gewohnt, weil die werden ja eher selten angesprochen, weil da sich viele denken, hey, die wird bestimmt ganz oft angesprochen. Und weißt du? Aber es ist eher der Gegenteil. Ja. Also so im öffentlichen Raum, hallo, nachmittags im Park oder so, ja, ist es bestimmt, dass sie das erfährt am eigenen Leibe nicht so oft, als wenn irgendein Sufi daherkommt, nachts auf einer Party und dann, ey Alter, gibst du Loch? Wenn du stattdessen aber am herrlichen Tag zu einer hingehst, hey... Hast du doch genug erklärt. Naja, weil du mir schon wieder die Skepsis... Aber wenn du dagegen am Abend... Nein, ja. Ich sag nur... Aber wenn du hingegen am Tag... Im Park zum Beispiel. Genau. Aber nein, wenn ich sag ja, wenn dann Abend ein Schütze oder generell so... Das ist nichts, aber am Park. Tagsüber. Dann ist kein Problem. Aber wenn du dann wieder ab... Ey, ihr versteht das nicht.
Die hübschesten Mädels. Die hübschesten Mädels werden gar nicht so oft angesprochen, weil viele sich denken, ach, die spreche ich lieber gar nicht erst an. Hier kommt so, ein übelst, sind vergeben. Ja. Hier gibt es ein übelst guten Videovorschlag. Einfach ansprechen, einfach machen, Mann. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn sie eine arrogante Schlampe ist, sagst du, oh, ich wusste ja gar nicht, dass du so eine arrogante Schlampe bist. Na, dann will ich dich eh nicht haben. Und dann hast du nämlich gewonnen. Robin. Du bist einfach ein Teufel. Ja. Sind. Nein. Das möchte ich jetzt noch ausführen. Also, du gehst ja mit einem guten Gesinnen zu diesem weiblichen Individuum hin, ja. Machst deinen Balztanz, machst deinen Minnesang vor ihrem Fenster und das ist ja eigentlich ein Kompliment dieser Frau gegenüber. Wenn die dich dann aber eiskalt abblitzen lässt, dann hat sie es ja wirklich nicht verdient und dann kannst du ja ruhig sagen, hier, ich hab dich... charakterlich anders eingeschätzt. So, da habe ich eh kein Interesse mehr. Die Gefühle der Männer verletzt. Genau. Naja, aber so kannst du es hier, weißt du, so kannst du ganz flick aus der Situation raus, weißt du? Es geht einem doch nicht weiter aus der Situation also, rauszugehen. Wie lange welche an Vollpfosten? Ja, weil du die ganze Zeit laberst. Ich will einmal ein Wort sagen. Nächste Frage. Axel. Liebes guter Videovorschlag. Spoiler, Fremden auf der Straße doch mal Filme, Serien und so weiter. Kann lustig werden. Auf dem Papier ist der wirklich gut, aber überlegst dir einmal sachlich. Erstens müssten wir alle Filme kennen, die gerade aktuell kommen. Was wäre daran so lustig? Na, es wäre schon lustig, weil die halt reagieren und scheiße. Man, wenn, dann machen direkt ins Kino rein. Ja, aber zweitens, das wollt ihr ja auch gar nicht sehen. Ich meine, die Zuschauer werden ja auch gespoilert. Das wollt ihr doch nicht wirklich. Ach so, auch noch schön. Also auf dem Papier finde ich total verpönt, habe ich mir sagen lassen. Ist verpönt. Auf dem Papier ist das wirklich eine gute Sache. Also Ramon 879, denk bitte das nächste Mal mit. Also du willst da auch nicht gespoilert werden, oder? Dein Bildschirm ist aus. Und ich glaube, du kennst auch nicht alle Filme, die wir dann spoilern würden. Und Vicky! Ja, kann dem Robin mal den Mund zu kriegen. 1986. Ich gehöre eigentlich auch eher zu den Leuten, die nur gucken. Robin, leg dich ab. Heute wollte ich mich aber auch mal zu Wort melden, weil es eben angesprochen wurde. Ich schaue Videos von euch auf allen Channels in voller Länge, auch die englische Version. Und ich finde eure Videos echt geil. Aber warum macht Anna bei den Straßenaktionen nicht mit? Warum machst du bei den Straßenaktionen nicht mit? Ich bin zu alt für den Scheiß. Zu alt? Wer legt denn das fest, dass du irgendwas zu alt bist? Wer ist Mann und... Oh, ich trau mich einfach nicht. Halt lieber noch dein Hintern in die Kamera, da gibt es ganz viele Abonnenten. Ja, genau. Oh, ja. Abonniert, wenn ihr das sehen wollt. Ja, das war nicht hoch genug. Genau so. Unglaublich. Hey! Was ich sagen soll, Leute, wir machen bald GTA 5 in Real Life. Eh nicht. Doch, und da force ich Anna. Das Kostüm? Da muss Anna in einer Szene mitwirken, und zwar als... Opfer. Als Edeldirne. So, jetzt ist es gesagt. Als Hure? Als Edeldirne. Und wer wirbt das Auto? Ja, eben. Soll ich einen Mini-Rock und. Nein. Man muss sich gar nicht. Ey, ich will das gar nicht spoilern. Mach den Kopf zu. So, weiter. Ich hab das hier gerade erfahren, ich weiß gar nicht, was ich da genutzt werde. Ja, nachher. Im Privaten. So. Edeldirne. Das ist doch dasselbe. Ich sehe garantiert nicht edel aus. 13 Remark 37. Verdammt. Ich fühle mich echt verarscht. Da ziehe ich mir den ganzen deutschen Teil rein. Warte eigentlich, bis meine Frage aus dem letzten Video beantwortet werden. Und die kommen einfach nicht. Weil YouTube mir das letzte dieser Videos... Das macht ihn nervös. Ausgehitlert hat. Sprich nicht bei den Abos angezeigt. Echt? Es ist nicht so, dass es mich auf die. Ach, das ist aber echt. Dass es mich auch nicht auf die. Von nee, wem liest du jetzt Pixel hier? Die sind zu klein. Matura-Prüfung vorbereiten sollte. Tät ich zwar eh nicht. Hi YouTube. PS, eventuell würde ich schon ein Video machen. Also was er jetzt im Klartext sagt, das Video war am letzten nicht angezeigt. Es gibt keine Abo-Box mehr. Das heißt jetzt Feed. Ja, nee. Ihr müsst einfach nur als Startseite youtube.com/mysubscriptions oder genau, so. Genau, denn Firefox zieht das dann oben in die Bookmarks rein und klickt da drauf. Zack. Hat jetzt jeder mit vorher gesehen und war die Kommentare drüber. Ja, scheißegal. Auf jeden Fall verzichtet auf diese scheiß Feed-Startseite, da wird echt nur Bullshit angezeigt. Ja, Bullshit-TV. Mhm. Coole Typen. Ich will ja nicht spoilern, aber hust, vielleicht ist da was am Laufen. Hoffentlich. Coole Typen.
Also ich habe mir nur den deutschen Part reingehitlert. Nur für dich, Robby. Also ich weiß nicht, ob die Frage schon beantwortet worden sind. Habt ihr schon Far Cry 3 gespielt? Far Cry! Wenn nicht, sollt ihr das mal nachholen. Das ist einer der besten Shooter, die ich je gespielt habe. Besonders der Bösewicht ist genial. Noch eine und noch eine Frage. Was ist euer Lieblingsgenre bei Games? Genre. Unser Lieblingsgenre, no. Verstehst du? Nee, leider unser nicht. Der Schauspieler Leon, der Profi. Jean Reno. Ja. Unser Lieblingsgenre, Reno. Verstehst du? So. Far Cry 3, ja, spiele ich gerne, würde ich gerne spielen, aber... Hast du überhaupt nicht gespielt? Ich würde es aber gerne spielen. Ja, du hast gesagt, ja, spiele ich gerne. Spielte ich gerne. Ihr könnt jetzt gerne in den Bildschirm reinschießen auf Robin. Warte, ich mache ja Ego-Modus. Ah, er ist heute so wichtig. Was der immer auftritt, gell? Ja, nee, erzähl mal weiter. Nee, es ist einfach Fakt, dass ich halt... Es ist einfach Fakt! Dass ich ein Psychopath... und ich mir ein Wii gekauft habe. Das war total falsch. So kann ich... so kann ich kein Far Cry spielen. Aber viele Spiele von Ubisoft werden immer noch auf die Wii U gemacht. Und deshalb so Assassin's Creed 4 hole ich mir, aber wir schweifen ab. Jedenfalls ist meine Konsolenwahl der Grund dafür, dass ich kein Far Cry habe. Aber dafür habe ich Titel wie, die ihr nicht habt, ihr Far Cry. Nintendo Land, Mario Bros. U, Zombie U habt ihr nicht. Die ganzen tollen Titel. Lina hat auch eine Wii. Das stimmt. Zelda Wind Waker Remake. Mario Kart 8 könnt ihr nicht spielen. Ja, all diese ganzen Top-Titel entgehen euch. Nur weil ihr Far Cry spielen wollt, ihr Opfer. Ich habe Far Cry 3 gezockt. Ich fand das ganz gut, aber sobald ich die Hauptstory durch hatte, hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Hat mich null motiviert. Ich sag doch, Sanji kommt runter. Er wollte bei uns sein. Und ja, Vaas, der tolle Bösewicht, ist natürlich total toll, aber der ist total underused, wie ich finde. Der hätte viel mehr Screentime. Oh, ich baue hier die Anglizismen raus. Kriegen müssen, weil... Sachlich. Es gibt irgendwie die ganzen Sequenzen, wo der zu sehen ist, sind irgendwie am Stück nur 10 Minuten. Also der, man sieht den gar nicht so viel. Aber vielleicht ist da auch ein Video in Plan. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich und was ist unser Lieblingsgenre? Oh, das ist echt schwer. Rollenspiel würde ich vielleicht sogar sagen. Ach ja, und übrigens, Half-Life 2 ist trotzdem der wesentlich bessere Shooter. Also obwohl meine Lieblingsspieleserie noch Zelda ist, ist mein Lieblingsgenre dieses wie nennt man das, Aufbauscheiß-Simulation, Rollercoaster Tycoon, Anno, was man so kennt, das spiele ich übelst gerne und immer wieder. Und Lina spielt nur Facebook-Spielchen. Nee, Lina spielt Just Dance. Just Dance. Das hat Kalle letzte Gamescom gespielt. Ja, stimmt. Annas Lieblingsgenre ist einfach nur Fallout, oder? Egal was, vielleicht. Fallout. Ja. Du musst noch ein Stück dann wieder rein. Command & Conquer spiele ich gern. So von oben drauf guck Spiele nenne ich sie jetzt einfach mal. Dune 2. Rollenspiele. Dune 2, genau. Dragon's Dogma. Also. Spiel des Jahres 2012. Mein Lieblingsgenre sind von oben drauf guck Spiele. Ossi Bande. Alter. Warte, wir hatten gerade kurze Downtime. Lass mal Ossi hier reden, oder? Warum bezeichnest du uns als Ossi-Bande? Wir hatten es gesagt, Alter. Sag mal seinen Namen. Den müssen wir mal heimsuchen. Der Hartigl. Oder so. Nö. Warte. Lol. Alter, was laberst du rein, Junge? Ich könnte nicht. Der Gurkensessel sagt die nächste Frage. Ich zocke dabei CS Source, also höre ich es. Ich will sowieso eure Fratzen nicht sehen. Das ist die richtige Einstellung, Alter. Das ist es. Jo. Irukal-T. Ich bin jetzt hängen geblieben. Komm, geht Anna weg, prügeln sich alle. Das war wirklich geil. Ihr habt euch geprügelt? Ja, weil du nicht da warst. Wir haben das letzte Mal auch hier gefilmt. Ja. Und Anna ist raus und so 10 Sekunden war dann alles friedlich und dann auf einmal. Wie war das? Ich komme gar nicht drauf klar. Ganz ruhig. Nee, also irgendwie fing es an, dass Daniel mich geschlagen hat oder so und dann haben wir uns alle übereinander gewürfelt. Der Daniel so. Wieder. Ja, ich glaube, Daniel war oder Patrick auch. Und ich hing dann irgendwie hier vorne und hinten hat es Schläge gegeben und kaum war Anna wieder drin, war alles wieder safe. Ja. Da hat also einfach die weibliche Note. Point of Safety. Ja, auf jeden Fall. Wenn es das gibt. Nee, es war aber echt lustig.
Cool, dass der Dark T 09. Habt ihr schon den neuen Pilot von den G1-Jungs-Quelle Internet gesehen? Game One heißt das übrigens. Entschuldigung. Dafür, dass die Folge ursprünglich fürs TV, Tele 5, gedacht war, finde ich sie ganz gut. Fand ich sie gut. Ganz gut. Ja, aber das war, glaube ich, auch das Problem von der Folge. Ihr habt es nicht gesehen, oder? Die war nämlich sehr, sehr auf Fernsehen getrimmt, das hast du gemerkt. Die war nicht so peppig Internet, sondern schon so traditionell, wie man halt sich so einen Fernsehbeitrag von nicht so einer ganz Gaming-orientierten Sparte vorstellt. Aber trotzdem sehr cool gemacht. Ich pfeife schon wieder. Ich hab die Lunge. Falls Kalle anwesend ist, soll ich weiterlesen? Ja, Dark T09 sagt noch weiter. Erklär mal bitte Robin den Unterschied zwischen 257er und Trailer Park. Da kriegst du jetzt schon wieder Schelte, weil du 257er statt 257er gesagt hast. Oh scheiße, Kalle hat mich so umbringen. Ja, Kalle ist demnächst bestimmt mal wieder dabei. Am 13. Juli kommen die beiden Hotchbackos mal wieder, beide nach Weimar. Geil. Und yo, ist die Bande. Ja, na erklärt mir das mal. Sehen wir da was? Ja. Drehen nicht. Kalle mag das Wort nicht. Drehen das nicht. Filmen wir da was? Wir drehen Lila im Kreis. Wir haben doch so ein schönes Video, wie wir dich hin und her werfen. Ach ja. Und du hast dich auch mal auf Vorzug. Ja, das können wir eigentlich jetzt noch hochladen heute. So als Vorbereitung, weißt du? Neu. Weil das dauert ja ein bisschen, bis das online geht hier. Jo. Ness18PB08. Highfield 2008. War ich auch. Absolut Sahne. Auf jeden Fall, ey. Da waren auch die Ärzte-Headliner. Du warst nicht da. System of a Down war da und Flogging Molly war da, Gogol Bordello war da, Blood Red Shoes war da, da habe ich die entdeckt. Wollte ich nur mal kurz sagen. Für mich natürlich. Ja. Wer war denn noch? Da war übelst viel. Mach mal weiter. Hier ein ganz dummer ist da Ads Productions. Ja, Rauchen ist schlecht. Schreibt, Rauchen ist cool und schmeckt und chillt einfach Pizza. Ja, aber Rauchen ist schlecht. Das ist meine Meinung dazu. Ja, erzähl du mal was zu Rauchen. Ja, aber dann haltet hier mal die Stimmung aufrecht. Du musst jetzt einfach mal dagegen reden. Über Rauchen habe ich schon so viel geredet. Okay, erzähl. Highfield, was haben wir denn hier? Die Ärzte. Wir müssen die Stimmung auferhalten. Ja, hallo. Die Ärzte, The Killers. The Beatsticks, The Block Party, The Hives, Sportfreunde, Stiller, Dropkick Murphys. Ach, Serge Tankian war es nicht. System of a Down, ja. Tut mir leid. Ja, und die ganzen. Jetzt habe ich gar keinen Bezug mehr. Bezieh mal. Ja, ich hole jetzt mal trinken. Zeig mal das Foto, mit dem wir die ganze Zeit eigentlich reden. Ja, wir reden die ganze Zeit mit einem Foto. Auf dem Stativ, damit das ein bisschen persönlicher ist. Stellt sich nicht scharf. Ist der nicht süß? Halt die Hand davor. Das ist Nils. Der macht vielleicht auch mal mit. Und das andere ist kein Robby. Geht kacken. Jetzt, dafür seid ihr jetzt unscharf. Was willst du zu trinken? Was gibt's denn noch? Ich möchte Gessner. Oh, Saft wäre super. Mach mal weiter. Ich möchte Gessner. Ja, los, wir machen ganz spannende Gespräche. Also mich würde es mal interessieren, was ihr davon haltet, dass keinerlei Aufmerksamkeit den Kriegsverbrechen der Alliierten geschenkt wird, sondern immer noch seit vielen Dekaden auf den deutschen Kriegsverbrechen herumgehackt wird. Außerdem, was ihr davon haltet. Der Sieger schreibt Geschichte. Könnte meiner Meinung nach auch ein etwas ernsteres Video auf deinem Kanal sein, Robin. Oder etwas ähnliches sollte nur mal eure Einstellung dazu mitgeteilt bekommen. Ja, meine Güte. Die Kriegsverbrechen der Deutschen waren trotzdem schlimm. Also, es ist passiert und wer natürlich jetzt Schuld hat, Kriegsverbrechen, ja, weißt du, lass mich mal kurz eine Meinung bilden. Also egal wie schlimm die Amerikaner waren, man darf nicht vergessen, wie schlimm die Deutschen immer noch trotzdem waren. Und nur weil die Amis auch böse waren, heißt das nicht, dass die Deutschen nicht böse waren. Das sagst du, glaube ich, nicht in den Kommentar, aber darf man nicht vergessen. Niemals. So, was ist die, was ihr davon haltet, dass die Aufmerksamkeit... Spannung. Also es ist mir eigentlich... Ich finde es okay, dass auf die deutschen Kriegsverbrechen hingewiesen wird und dass es nicht auf die amerikanischen hingewiesen wird. Mir fehlt Robin. Wir machen einfach weiter, wir ignorieren einfach ein paar Fragen. Ich krieg einfach keinen vernünftigen Monolog hin. Robin, hilf mir mal, Kriegsverbrechen der Amerikaner. Kriegsverbrechen? Habt ihr jetzt Bullshit gelabert, bis der Allwissende da ist? Nee, also, achso, nee, schlagt euch drum hier. Nee, der Urlaub war für mich. Achso, das ist auch lecker, okay. Das ist alles lecker. Toll, du wolltest neben mir sitzen, jetzt sitzt du da und ich hier. Ja, das ist wirklich ein ernstes Thema. Ja, gut, dann pass mal ja, dann wollte ich gerade sagen,
ist das überhaupt die richtige Plattform hier für sowas? Ich kenne die Frage nicht ganz. Kriegsverbrechen. Die war aber, glaube ich, etwas pauschalisiert, weil das stimmt nicht, dass wirklich nur Deutschland für irgendwelche Kriegsverbrechen... Ja, aber in dem Kontext also hauptsächlich die Deutschen. Im kollektiven Wissen ist natürlich so drin, ja, Deutschland ist das einzig wahre Böse, wenn es darum geht, Weltkrieg anzuzetteln. Was ja auch, naja, ne, nicht ganz unbegründet ist. Aber ja, ich finde den gerade eh nicht genau, den Kommentar. Naja, das ist da drunter. Es geht halt, ja, darum geht's eigentlich. Ja, das ist auch, wir hatten ja mal Austauschschüler hier aus Amerika bei uns an der Schule und da ist es auch echt teilweise so, dass die teilweise noch denken in Amerika, dass Hitler noch lebt und solche Sachen, das ist echt, echt krass. Also so wie ich es mitbekommen habe, ist da irgendwie die geschichtliche Bildung nicht so weit. Aber ja, ich meine, wie krass wird Amerika jetzt gerade zum Beispiel gebasht? Das ist ja nicht so, dass wirklich nur Deutschland Opfer ist von solchen Sachen. Ich liebe diese Videos. Deutschland ist nicht Opfer. Deutschland hat Scheiße gebaut, ne? Also... Heller hat kommentiert. Was? Gollum. Können einfach nicht mal... Egal. Jo, erzählt mal, ob ihr auch über Robert noch mal ein Video haben wollt. Ja, bitte. Den alten Spast. Spast. Nee, Robert ist cool. Den müssen wir echt mal zwingen, dass er hier sich dreht und mit uns das Hitman-Video macht. Airsoft kommentiert, ich liebe diese Videos, wenn man zockt. Ich auch. Ich guck's auf meinem zweiten Bildschirm. Ich auch. Nee, oder auf dem ersten, wenn ich PlayStation zocke, weißt du. Ja, aber finde ich cool, wenn man da im Hintergrund was laufen hat. Da ist die Zeit doppelt genutzt. Obwohl ich es auch kacke finde, also so bei ganz atmosphärischen Spielen würde ich das nie machen, aber wenn man jetzt so. Minecraft. Haben wir es ja nebenbei. Oder Call of Duty. Ich bin ja unglaublich nah, merke ich gerade. Ja, bist du schon den ganzen Tag. Das ist mir in der Ecke auch so, deswegen bin ich hier der Platz. Bin ich dir unangenehm? So, 13 ja, Remark 37. Nee, was? Sagt was. Ja, egal. Ja, mach mal. Der kommentiert auch sehr fleißig, du bist ein guter Mann. Nun, nachdem ich Nostalgia Feedback 3 und den englischen Teil gesehen habe, habe ich folgende Fragen. Habt ihr das mittlerweile im Griff, dass bei mehreren Fragen pro Kommentar keine verloren geht? Keine Ahnung. Also, wenn wir es wüssten, dann würde die ja nicht verloren gehen, oder? Schreibt es in die Kommentare, haben wir es im Griff? Lina grinst die ganze Zeit schön. Du bist ja der Eye-Candy, der halt da sitzt und rumlächelt. Das ist auch schön. Naja, nee, aber ist, lächeln. Du hast schon mehr gesagt als Patrick. Siehst du? Immerhin. Was haltet ihr von Fragen, die schon längst beantwortet sind? Das ist doch scheiße. Dafür können die Leute ja nichts. Also ich verlange nicht, dass ihr wirklich alle Feedbacks von Anfang bis Ende durchgeguckt habt. Und dann könnt ihr das nicht wissen. Ja, sollen wir die ignorieren oder sollen wir die nochmal stellen? Ja, wenn sie nach 10 Folgen mal wieder gestellt werden. Also viele waren es noch gar nicht, die doppelt sind. Also ich finde es bis jetzt nicht so schlimm. Und vielleicht wollen sie genau noch schwammig beantwortet, dann wird es nochmal gestellt, wie jetzt vorhin herum. Ja. Macht dich das nervös? Ja. Ja. Das macht mich nicht nervös. Das bist du gewohnt, ja. Ja, das kenne ich schon. Ja, sag mal. Was sind eure Lieblingsbücher? Oder die anderen Medien hatten geschrieben. Das, ironischerweise, kommt genau jetzt ein Kommentar, der vorher schon gestellt wurde. Also Lieblingsbücher. Lest du da wenigstens die Kommentare durch? Habe ich ja nochmal gesagt. Der Pate habe ich noch gelesen, das habe ich vorhin vergessen. Der Pate war ein gutes Buch. Bei Shining von Stephen King muss ich sagen, das ganze Buch fand ich übelst langweilig, bis auf eine Stelle, wo es dann übelst zur Sache geht und der seine Frau zerhacken will und so. Seite. Was? Und findest du es langweilig? Nein, ist okay, ist alles gut. Aber da saß ich im Bus bei dieser Einstelle und habe echt verpeilt auszusteigen, weil es zu spannend war. Ich habe es jetzt nicht gerafft und bin zu spät zur Schule gekommen. Also, ich finde auch den Film Shining scheiße. Also. Aber diese eine Stelle ist sehr, sehr intensiv. Ich finde ihn scheiße. Scheiße. Und last but not least, wie findet ihr Monty Python und Mr. Bean? Bei beidem Film und Serie. Ich kenne gar keine Monty Python Serie, als ich davon gehört habe und gesehen. Ja, und ansonsten kenne ich auch nur Leben des Brian, soweit ich weiß. Und ihr auch, oder? Ich so, ja. Wer und Mr. Bean? Monty Python, kennst du nicht Leben des Brian sowas? Ja, doch nicht. Und Mr. Bean, yo, so ist halt so. Ist nicht so besonders. Ja, aber es ist halt massenkompatibler Humor. Also ich finde Mr. Bean wesentlich besser als irgendwelche großen YouTuber. Obwohl beides massenkompatibler Humor ist. Na gut. Nee, ich glaube nee, gar nicht. Ist gar nicht so massenkompatibel, sondern eher nicht kindgerecht, aber halt so
auf die Zielgruppe 13 bis 15, ne? Zurecht geschustert. Aber Mr. Bean kann man sich ja auch als Ältere angucken. Ja, ja. Was bei Außenseiter nicht der Fall ist. Ja, machen bestimmt auch ein paar. Ja, aber wir haten schon wieder. Ja, genau an dieser Stelle sind wir gerade, Anna. Das heißt, nein! Team Cosford sagt, es gibt ein gutes Parkour-Spiel, Freerun heißt das, und da braucht man mehr als zwei Tasten. Das war ein PlayStation 2-Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, und die Grafik sah extrem scheiße aus, aber das Spiel an sich... Da ist ja bei der PlayStation gang und gäbe, bei PlayStation 2. Aber gutes Parkour-Spiel, Alter. Mirror's Edge? Mirror's Edge? Nicht? Müssen wir mal angucken. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ein Parcours-Spiel interessant ist. Also, ich habe nie eins gespielt. Außerdem sagt er, aber Lina macht krassen Parkour und Vorwärtsrollen und so. Oh, ja. Und tanzt hier immer in meinem Zimmer, wenn ich DJ Bobo anschmeiße. Ja. Ich finde es saugeil, dass ihr viel von euren Kostümen selber macht. Sehen echt top aus, besonders Assassin's Creed. Danke. Wo ist denn das Assassin's Creed 4 Kostüm? Ist in der Produktion. Das macht mich nervös. Wie weit ist denn die Produktion fortgeschritten? Der Stoff liegt bereits auf meinem Teppich. Toll. Der näht sich nicht mal alleine. Nicht? Nee. Oh. Axel hofft das aber noch. Axel. Ja, Axel. Sparky della Fuck sagt hier noch was. Hervorragend. Danke für die Watch Dogs im Intro. Ihr seid die geilsten. Penis. Danke. Bitte, der hatte danke. Sich das ja gewünscht. Und nur für dich gibt es in dieser Folge eine Special-Version von Watch Dogs. Nämlich die Hippie Open... Wie heißt das? Sitzkreis. Nämlich Anna mit Ukulele gespielt. Sitzkreis Hippie Edition, keine Ahnung. Jo, nur für dich. Weiter im Intro? Nee. Doch. Das ist doch auch cool. Hab ich gerade entschieden. So, Max Movement, passend zu meinem Namen. Wer trainiert von euch Parkour? Und macht ihr es noch aktiv? Lina ist sehr aktiv. Die macht immer krasse Sachen. Und tanzt zu DJ Bobo. Ja. Komm, werte das nicht ab. Du tanzt genauso dazu. Ja, aber nicht hier. Oh, Robin, wir müssen unbedingt mal wieder tanzen aber gehen. Aber auf Party. Okay, wir gehen, du willst tanzen. Ich will auch mitkommen. Oh, toll. Jetzt habe ich ihn wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich will aber mit dir alleine rum. Ja, du darfst dich nicht so ausschließlich machen. Ja, Entschuldigung, ich habe hier gerade gelesen. DJ Bobo tanzen, ja. Okay. Nee, Parkour. Das sagen mal, ich würde Parkour machen, aber ich mache vielleicht einmal im Monat irgend sowas aus Langeweile oder für ein Video. Also, ich mache kein Parkour. Ich kann halt nur übelst die Autos. Ja, ich kann das einfach sofort aus der Kalten. Ja. Ich habe im 2009 oder 2010er Sommer habe ich einfach mal ein paar Saltos geübt. Seitdem kann ich die und bin übelst toll. Ich bringe mir gerade Kopfsprung bei. Und Anna verliert ihre Hose, wenn sie Kopfsprung macht. Ja. Und die ist dann nackt. Nein. Übrigens bin ich 16 und mir gefällt der Content von White Titty überhaupt gar nicht. Bist schon ein Jahr zu alt. Ja. Am schlimmsten dieses YOLO-Hashtag Wohnungswerbung. Ich kack da, mir da jedes Mal ein. Die siehst du nicht, weil du deinen Adblocker anhast, ne? Die Werbung YOLO-Hashtag. Mhm. Na, die haben so eine Werbung, hey, wir sind jetzt umgezogen in die neue Wohnung, aber jetzt kommt ein neuer Clip, so. Und da kommt quasi vor der eigentlichen Werbung noch eine Werbung von White Titty. Das ist voll komisch, dass die auf YouTube Werbung für ihr YouTube machen. Also, ist nicht komisch, ist eigentlich schon clever, aber die sind ja schon die Größten in Deutschland, weißt du, machen noch mehr Werbung. Ja. Ich kacke mir da jedes Mal ein, sagt er. Vielleicht, weil sie ihr Geld nicht mehr loswerden. Stecken sie es in Werbung. Mhm. So. Chalafir sagt: Lina, du solltest wirklich ein Buch schreiben. Nein, da steht mein Name. Aber du solltest auch wirklich ein Buch schreiben, Lina. Ja, ich kann mir echt gut vorstellen, dass. Wollen wir den mal aufmachen? Machen wir mal. Dass du dann da viele interessante Aspekte reinbringst und sich das bestimmt einige auch durchlesen. Knister nicht so laut, da muss ich so brüllen. Und mich würde interessieren, wie Lina zu seiner Ansicht gegen Alkohol gekommen ist. Das ist alles weg, das ist doch nochmal Inge. Och Mensch. Nee, kommt das noch ein bisschen mehr. Lina ist eh so schlimm. Hallo, Content. Mhm. Entschuldigung. So, awkward silence. Wie bin ich zu der Ansicht gekommen? Keine Ahnung, hat sich über die Jahre etabliert. Denk mal nach. Oder nee. Ich glaube, es war echt so, dass man, so, wann war das, 13 oder so, dass man da richtig cool war, wenn man gesoffen hat.
Und immer wenn es sowas heißt, ja, das ist cool, wenn man das macht, ist das eigentlich schon wieder uncool. Aber keine Ahnung, Mann. Es ist einfach dumm. Nein, das ist jetzt eine sehr oberflächliche Beschreibung gewesen. Ja, ich glaube, das war wirklich das, dass sich da so Leute so mit gefeiert haben. Alter, ich war am Wochenende wieder so voll. Und dann haben sie Geschichten erzählt und sich gefreut, dass sie sich an die Hälfte nicht erinnern konnten. Und dann haben sie sich darüber gefreut, dass sie so krasse Sachen machen, wenn sie besoffen sind. Und ich habe mir da schon mit 13 überlegt, ja, warum könnt ihr die Sachen nicht auch ohne Alkohol machen? Das wäre doch viel cooler. Jo. Ja, und was ist mit der Idee, dass ihr bei diesem komischen Rap-Battle mitmacht oder irgendeinen Prank macht? Also irgendein Video werden wir da nicht reißen, weil wir die Leute da alle kennen und das ist ziemlich uncool. Aber, spontane Idee, Dina macht beim nächsten Rap-Battle mit. Ich glaube, wir haben 4 Rapper. Geht's um das Rap-Battle 4? Ja, ja, ja. Ich kann vielleicht tanzen im Rap-Battle, aber nicht battlen. Du musst freestylen. Es werden 16 Teilnehmer gebraucht. Knister mal nicht so laut. 4 gibt's schon. MCM, noch 2 andere und ich. Knister mal nicht so laut. Ja, es tut mir leid. Nee. Gleich würde es dir leid tun, dass du geboren bist. Okay. Wenn ich mit dir fertig bin. So, vielleicht kommt jetzt wieder mal ein anstrengender Kommentar. Von Brooklyn Twins. Das mit dem cool war ein Scherz. Ja, komm, jetzt nimm das doch nicht immer so ernst. Es ist ein Twin, also nehmt. Nehmet es. Nehme Erhaltung an. Bitte nimm das alles nicht persönlich. Ja, Mann, alles cool, alles gechillt, Mann. Ihr seid geil. So, jetzt ist es raus. Wieder ins Philosophische. Aber Hass ist doch ein Gefühl und berührt dich emotional. Sonst wäre es dir doch egal. Du würdest keine Unterstellung gegen jemanden sagen oder wie siehst du das? Ja, ich kenne jetzt den Kontext aus der Diskussion nicht mehr so ganz, weil das 3 Wochen her ist. Aber ich finde generell, Hass ist ein sehr, sehr starkes Wort. Was? Was? Du bist nackt? Nein, da kommt nicht mehr so viel. Willst du kacken oder was? Können wir Pause machen. Nee, eine Kackpause. Rauchen. Oh, toll. Lina, die raucht. Siehst du? Wieder hier. Mann. Dann machen wir gleich mal eine Pause oder so. Mhm. Ja, jetzt... Anna ist schon ganz abgelenkt. Wir gucken, ja, weil ich das die ganze Zeit verkannt habe. Ich bin ja auch ganz abgelenkt von Anna. Weil ich bin die ganze Zeit Anna Schlüppi. Ich brauche eine Pause. Ich glaube, das Jungs-Mädchen-Verhältnis ist halt falsch. Ja, ich glaube auch, die Ratio hier, die ist also wirklich... Los, mach da jetzt mal 50, 50. Weiter. Ich guck da jetzt nicht mehr drauf, ich mach das jetzt hier drauf. Ja, dann machst du einfach zu. Mach ich doch. Ja, das auch. Oh. Nein, du guckst jetzt kein Facebook an. Aber es sind bestimmt Likes. Nein, mach das zu. Alter, das ist ja ekelhaft. Was habe ich mir da geangelt? Das ist ja ekelhaft. Die lächelt nach... Was? Bist du ein schwuler Fisch oder was? Okay, ich sehe Fischstäbchen. Sie steht auf Fischstäbchen. War das der Witz? Ja, klar. Ja, ja. Dann machen wir halt gleich Pause, ey. Das ist echt zu viel Weiblichkeit. Nein, du redest einfach zu viel. Das macht uns ganz wuschig. Na, willst du? Nein. Bitchy, bitchy. Ja. Unglaublich. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Feature, wenn ihr das nächste Mal in Berlin seid? Keine Ahnung, wann das sein wird, ob das geplant ist. Wird wahrscheinlich eine spontane Reise nach Berlin sein. Die wollen sich an uns hochhypen. Na toll. Die haben gerade mal 2000 oder so Abonnenten. Weil ein bisschen Fame abhaben. Ja. Ein bisschen Fame. FEM. Ah, das dürfen wir nicht so. FEM ist tight. Ja. Nee, selbst wenn, das ist ja nicht so das Ding. Ich finde das ja auch cool. Ich fände es auch cool, wenn ich jetzt ein kleiner YouTuber wäre und ja. Jemand dein Channel macht. Unterstützt mich so. Was? Achso, ja, nein. Gut, alles cool. Alles easy. Alles easy. Alles easy. Wo war Kalle, als ihr noch Seraphy Berg 4 gemacht habt? Traurig, guck. Ja, der war in Stuttgart, der wohnt nicht bei uns. Und leider der ist nicht halt mehr. Nicht so oft da. Und der war jetzt da. Wir haben aber so viel zu tun gehabt, dass wir es nicht geschafft haben. Das nächste Mal. Vor allem jetzt fange ich langsam wieder mich richtig mit Kalle zu verstehen. Früher haben wir uns immer so ein bisschen, naja, so hier. So eine Hassliebe. Du bist so klein, du bist ein Wanst. Ja, da habe ich halt übelst mit ihm rumgefingert und jetzt halt ein rumgepimmelt, Mann. Gepimmelt. Ach, Finger ist ja Penis an Penis. Ja und jetzt hat er Best Friends. Ja, jetzt mag ich ihn übelst und verstehe mich voll mit ihm und dann zieht er nach Stuttgart. Weißt du, früher hat er mich immer so belächelt und ignoriert. Ich hab gerade auch verliebt.
Alle Kalle. Erstmal ist hier ein kleiner, auch winziger Lina. Kackebuffen. Ja. Ist Lina. Hier ist ein kleiner, winziger Kackebuffen. Das ist alles viel zu random. Jetzt klebt er echt am Rand. Die, wir müssen die Mädels jetzt hier erstmal wieder ein bisschen einzäunen. Hast du denn das gerade aus deiner Puppe gefrieben? Ja. Oh Mann. Hast du das gelebt? Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Ich habe einmal oben am Rand, hat er direkt draufgeschnitten. Oh. Das ist lecker. So wieder Robin, weißt du. So, das muss schaffen. Reiß dich doch mal zusammen. Der Köcker aus einer Puppe geklebt. Wir machen jetzt. Entschuldigung. Wir machen jetzt lieber erstmal einen Schnitt. Anna, du Knarze, Orangensaft wird getrunken und nicht gegessen. Nein, das ist übelst lecker. Wir nennen das Urlaub. Wir machen da aber Sirup dazu. Na, hast du das so ähnlich wie so ein Slush? Ja, das letzte Mal war es. Heißt das Slushy? Ein Slushy. Das letzte Mal war es halt gefroren und ich hatte Durst. Und das war dann total ungünstig, weil er ohne prinzipiell jeden Orangensaft einfriert. Ach, das war deins? Nein. Lina, guck auf den Dildo. Was siehst du? Was siehst du? Folge mit den Augen. Jo. Und special kreative Frage an die frische Allgemeinheit. Weimar liegt ja im geografischen und x-politischen Osten. Redet ihr entsprechend im privaten Umfeld eher Hochdeutsch oder neigt ihr zur ostdeutschen Mundart? Der ostdeutsche Mundart. Ja, dazu neigen wir alle. Neigen, ja, kommen wir nicht rum, oder? Ja. Also wenn ich das Ding hier schneide, das Feedback, dann beschleunige ich immer das Video und höre es mir in anderthalbfacher Geschwindigkeit an und da hört man dieses Ossi erstmal richtig raus. Ja. Aber, naja, ne, wir wohnen halt hier. Aber ich, ne? Ja. Ich versuche mir, also wenn ich es möchte, kann ich das auch relativ gut abstellen, aber wenn man natürlich im Alltagsgebrauch der Sprache sich bewegt, dann verfällt man natürlich leicht in so einen leichten Dialekt, nein, leicht. Was? Du kennst kein Ostdeutsch? Da müssen wir doch was machen. Egal, jo. Jetzt kommt wieder so eine Scheißfrage vom Fan. Ah, toll. Scheiße. Und Herodes muss unbedingt die Assassin's Creed 4 Kostümierung für jede Woche, die in Kiel ihre Manifestierung findet, vervollständigen. Haben wir schon verpasst? Apropos Kostümierung, Randy Rabbit lässt sich reichlich bequem tragen. Ja, der hatte den schon an, das ist nämlich der Amadeus, den haben wir ja schon öfter erwähnt. Phantom Zero, der kommentiert viel. Alle, die viel kommentieren, sind übelst coole Leute, alle, die wenig kommentieren, sind trotzdem cool. Ja, Klicks. Und die nächste Runde, weil ich heute so fertig bin. Bei GTA 5 gehe ich der Annahme, dass es abgesehen von Los Santos nur recht wenig in San Andreas zu tun hat. Ein konkretes San Andreas Remake mit aufgepuschter Grafik und Engine, aber gleicher Steuerung. Kleiner Widerspruch zur Engine, aber nur klein. Und vor allem gleichem Content. Kann nicht lesen. Die lernen in der Waldorfschule nicht, wie man vernünftig liest. Seht ihr die Buchstaben? Schreibt es in die Kommentare. Seht ihr die Buchstaben? Ich muss die ganze Zeit hin und her scrollen und krieg den Zusammenhang vom Text nicht. Ach ja. Ich will nicht den Dildo. Lina war auch in der Waldorfschule. Lina war auch die Dildo. Ja, die war ein paar Klassen über mir. Da haben wir uns kennengelernt. Eine. Kennen und lieben gelernt. Also einfach nur auf den neuesten Stand der Technik bringen. Ja, nee, also es wird schon ein bisschen San Andreas-ig sein, hoffe ich. Hast du es gesehen, wie ich das Wort San Andreas ververbisiert habe? Veradjektivisiert? Nee, das machst du schon wieder Fotos nebenbei, oder? Ja, egal, wir machen coole Gesten halt dann während des... Dieser Pictures. Ja, mal gucken. Wenn GTA 5 draußen ist, unterhalten wir uns nochmal. Genau. Jimmy. Und Spiegels Kante geht schon gut ab. So mit voll dem brutalsten Parcours-Skills. Ja. Allerdings nur, wenn man den Weg kennt. Ja, dafür kannst du ja diese Hilfe anmachen. Diese roten Markierungen, da sind die Objekte, wo es weitergeht, rot. Ist schon geil, das Spiel. Mirror's Edge. Für die Frage. Was mein Kanal? Hey Jungs und Anna, habt ihr mal wieder darüber nachgedacht, eine Pink Battle-Fortsetzung zu machen? Grüße und so. Da bin ich nur drüber nachgedacht, wir haben auch schon gefilmt. Wir haben auch schon gefilmt. Wir haben. Ja, nee, das wird auf diesem Kanal jetzt wahrscheinlich kommen und nicht auf dem Hauptkanal und wird Warum? Vom Konzept etwas anders sein, weil es einfach
vom Konzept etwas anders sein wird. Genau, mal neue Sachen ausprobieren, Mann. Frage an Robby. Spontanität. Von Raul Sanchez Rodriguez Panama. Ja, Raul Sanchez Rodriguez Panama, der spammt immer mit einer gewissen Sache rum, die keiner wissen soll. Und wir schon gesagt haben, yo, wenn ihr das wisst, dann behaltet es einfach für euch. Ihr müsst es ja nicht unter jedes Video posten. Raul, genau, das bringt Sanchez, niemandem was. Rodriguez, das bringt Panama euch nichts und das bringt uns nichts. Ja. Frage an Robby. Genau diese geheime Sache, die keiner wissen darf. Wie lange hast du gebraucht, wie bist du... Spruch immer mit deiner Spontanität. Spontane Aktionen sind die besten. Genau. Frage an Robby, wie lange hast du gebraucht, bis du so die Basics mit dem Skateboard drauf hattest? Bis ich meine Base auf dem Skateboard richtig gechillt habe, hat es nicht so lange gedauert. Mit welchem Alter hast du angefangen? Ich habe mit 13 das erste Mal, glaube ich, gerollert oder mit 12. Nee, davor bin ich noch im Sitzen gerollt und dann so richtig mit Olli machen und so, das war dann mit 12, 13. Dann habe ich aber wirklich nur Olli versucht und dann konnte ich das aber auch schon am ersten Tag. Und dann habe ich aber danach irgendwie erstmal wieder nur im Sitzen und so. Und Ende 2005 habe ich dann richtig angefangen. Außerdem stelle ich mir seit meiner Geburt nur eine Frage. Wenn nichts an Teflon haftet, wieso haftet es an der Pfanne? Wegen Kleber. Da aber Kleber haftet da doch nicht dran. Doch, da ist, das ist irgendeine Klebeschicht. Naja, die Rückseite von dem Teflon, von der Teflonbeschichtung ist einfach anders. Wie haftet die Rückseite an mit Teflon? Ah, oh, komm. Die ist doch so eingehangen. Das heißt nicht, das hängt. Vielleicht irgendwie. Ist die reingenagelt oder so. Finde ich die AIDS lustig? Ja, ich lach mich tot. Das war jetzt hier mal eine Frage für Lina. Also. Aha. Nein, weil sie nicht auf unsere Videos bezogen ist. Lina, findest du AIDS lustig? Auf jeden Fall. Das ist voll die weirde Frage zwischen diesen ganzen Ostdeutsch und Teflon. Na gut, Teflon-Pfanne war auch schon echt. Ist das immer noch dieser Raul Rodriguez, ja? Panama. Ja. AIDS ist natürlich nicht lustig, aber ich mach. Also AIDS an sich ist nicht lustig, aber man kann da natürlich trotzdem in gewissen Zusammenhängen Witze drüber machen, wie bei alles. Zum Beispiel hatte Lina hier diese Maske auf. Ja. Kennt viele von euch? Hat die aufgesetzt und haben halt darüber geredet, wie viele die schon auf hatten und die schon von hinten angeatmet haben. Und dann sieht die halt so auf und da habe ich halt gesagt, ey Lina, jetzt hast du das ganze AIDS. Das ist dann zwar ein Witz, der so lustig ist, aber AIDS, die Krankheit macht sie dann nicht besser. Wir machen uns ja in dem Moment auch nicht über AIDS-Opfer lustig. Ja, und? Also wir sagen nicht, haha Lina, jetzt bist du einer von den Opfern. Egal. Ja, also so halt, aber wenn jetzt jemand AIDS hat, sage ich nicht, boah, ich krieg mich nicht ein. Boah. Anna, du musst mal wieder was sagen. Dann bring mal eine neue Frage, Herr Rodes-Axel. Also findest du AIDS lustig? Nein. Das ist wieder eine doofe Frage. Apocalypse Theory. Oh, jetzt ist ja auch Rodriguez. Ich muss was sagen, du musst ruhig sein. Ihr seid so gemein, Jungs. Was haltet ihr eigentlich von Channels wie How to Basic oder... How to do everything. Und was denn? Schlaft ihr lieber in der Fetus-Position? Fetus, Alter. Fötus. Jetzt habe ich es auch gemerkt. Fötus-Position oder ausgestreckt. Also. Ach, ja, erstmal das. Anna? Ich schlafe... In der Feta? Peter, Robin? Ja. Ich bin dran. Halt ja, du hast mich aber gestänkt. Nein, du hältst die Klappe. Psst. Also. Marlene? Hey, lass das bitte, Robin. Da fühle ich mich, das finde ich nicht in Ordnung, wenn du sowas machst. Jetzt eigentlich mit Maggie. Ich schlafe gerne auf dem Bauch und ausgestreckt. So. Top. Ach so. Nee, Alter, keine Ahnung, ich schlafe immer anders. Ja, und du? Ich schlafe immer anders. Nee. Du riechst ja auch mal Inge. Ich würde jetzt mal dezent sagen, ich schlafe auch immer anders. Ja, ich bin auch, ich drehe mich auch. Na, Fötus ist doch so hier, oder? Ja, Embryo. Also, na, wenn, dann habe ich ein Bein angewinkelt und das andere gerade. Drehen, jeden. Klar. So, Achso, ich gucke mir die Videos am Stück an. Dann habe ich ja jetzt noch was vor. Yo. Gandalf. Gibt es dazu noch was zu sagen zu Apocalypse? Nein. Nee. Gandalf, sind euch die Marken bei Klamotten oder Ähnlichem wichtig? Nein. Nein. Mir auch nicht. Echt?
echt? Solide. So, da werde ich jetzt wieder gehatet, wenn ich da etwas länger aushole. Die Frage ist, sind sie dir wichtig oder nicht? Das ist die Frage. Er hat nicht gesagt, ja oder nein. Na, aber die Frage ist, sind sie dir wichtig, ja oder nein? Also, dich bitte begründe. Ich muss mal so sagen, damals, ja, ich meine, viele von euch sind wahrscheinlich jetzt gerade in dem Alter, am Anfang der Pubertät oder auch mittendrin, wo das dann so wichtig wird für viele, ja, dass die immer so trendy sind und die neuesten Klamotten haben. Was war das damals? Carhartt und Mason und Billabong. Und ich fand das schon immer schwachsinnig, weil man wirklich 50% für den Namen der Marke bezahlt. Es werden natürlich auch, es gibt ja Fälle, dass dann da Leute gemobbt werden, weil sie sich nicht die neuesten Trendmarken leisten können. Das ist echt scheiße. Aber was war denn los? Ohne Witz, trag das, was am bequemsten ist. So mache ich es jedenfalls. Beziehungsweise, was euch gefällt. Ich trage im Moment eine Mädchenhose. Und ich stehe dazu. Welche Marke? Keine Ahnung. Genau. 10 Euro. Marke 10 Euro. Ja. Genau. Und jeder machen. Also ich auch nie Marken, ob das hält irgendwie, keine Ahnung. Es hält. Der Trolling Singer ist das beste Video. Jo. Ich habe auch Kalle angehauen, wir müssen demnächst echt mal wieder eine neue Folge machen. Würde es geben. Chillt bei eurer Base, Mann. Doch, wie schön. Der Robby, haha, ist zu süß zu seiner Freundin. Oh. Und spürt die Liebe zwischen den beiden. Heute besonders. Ja. Ich glaube, da hat jemand seine Tage. Und der Herodes sieht aus wie ein Teddybärchen. Wie was? Also erstmal, du bist Axel. Du bist eine hässliche Kackfresse. Ich hasse dich. Wie siehst du aus? Ein Teddybärchen. Das stimmt ein bisschen. Er sieht aus wie eine gewisse Anime-Figur, die wir dann demnächst wahrscheinlich in einem Video machen müssen. Forts. Ja, ich hab brauchst gedacht, du nicht so romantisch hier, weißt du? Hallo, ich hab Forts in deinem Ohr gepult. Guck mal, wir sind immer voll romantisch. Oh ja, wieder. Manni Meier, dank der Studi-Tutorials von Robby weiß ich endlich, wie man das macht. Jetzt meine Frage. Apple oder Android? Und dann Daniel, das sollte ein I sein, kein L. Ist kuschelig, gell? Also Daniel ist bei Android, glaube ich, Kalle ist bei Apple. Ich habe einen Nokia für 7 Euro. Uns ist das ziemlich Wurst. Hm. Doch, die Lina hat ein übelstes Smartphone. Und hier auch Nokia. Die Lina hat ein Samsung. Das ist für Lina das Smartphone. Ja. Trendy, trendy. Aber ich will das. Aber ich muss sagen, wenn man das einmal hat, ich möchte es nicht mehr missen. Das ist komisch, wenn ich jetzt mein Handy nicht mehr bei mir habe. Ja, aber liegt es an den Funktionen oder liegt es jetzt sowas an dem Touchscreen? Weil das ist sowas. Es liegt daran, dass ich da an Facebook gehen kann. Ach so, also nur Internet, weil ich finde, sowas wie Touchscreen ist wirklich mehr als unnötig. Ja, ich habe viel lieber Knöpfe. Ja, aber weil das ja am Anfang vom iPod und so als Innovation gefeiert wurde und war. Da wurde Touchscreen gab es ja schon beim Nintendo DS vorher. Ja. Die haben das quasi. Nintendo ist sowieso Gott und total toll. Sanft und sorgfältig ist nur zu empfehlen, meint Alex Wayne. Ja, hab ich öfter jetzt schon gelesen, also werde ich wahrscheinlich mal reinhören. Das ist ein Podcast, das kann man sich anhören. Okay. Hab mal fetten Beat im Ohr, nicht. Nee, nur labernde Leute wie wir gerade. Joymania TV, Frage an alle. Lina hat auch schon. Würdet ihr mal bei uns in Pforzheim was Pranks machen? Pforzheim! Sind echt die Assis hier und vielleicht bekommt jemand mal eine Üfsmöl. Üfsmöl, Junge. Brauchst du das Üfsmöl, Alter? Ja, Pforzheim hat ungefähr irgendwie so ein bisschen mehr als 100.000 Einwohner, also ist jetzt nicht so die mega Metropole. 115.000 sind es, glaube ich. Ich weiß das jetzt nicht so genau. Spaß. Spaß. Ja, mal gucken, aber eher unwahrscheinlich. Ja. Wenn es sein wird, wahrscheinlich klar. Ach, Robin, ist nur wir würden jetzt nicht mit dem Ziel Pforzheim losfahren. Pforzheim. Pforzheim. Das klingt so doof. Robby, wie findest du das Bild meines Falles, welches ich dir geschickt habe? Ja, das war wunderschön. Drymania TV, guck da mal auf den Kanal. Ja, das ist eigentlich nicht so schlimm. Cooler Typ. Ja, der ist nicht so schlimm, der Fallus. Der Kanal ist auch nicht so schlimm. Kann man mal drauf gucken, ja. Macht man nichts falsch. Kann man mal wagen. Kann man mal einen Blick riskieren. Kammer. Genau wie auf den Kommentar von Carlson LP. Ich höre eigentlich
Krasser Übergang. Ja, aber jetzt habe ich mich entschieden, die 2,5 Stunden bis 1 Uhr nachts zu gucken. Zu googeln? Wieso markierst du sowas? Das ist doch keine Frage. Ja, aber das kann man doch mal mit reinnehmen, weil ich das schön finde. Ja, das ist ein schönes Logo. Ich finde das echt krass. Ich meine, also zum Anhören finde ich das ja cool, solche Videos, aber sich das wirklich ansehen, wie wir hier einfach nur sitzen. Wir machen immer lustige Sachen. Also so auf dem zweiten Bildschirm, klar. Aber so richtig intensiv angucken, Respekt, Alter. Ja. Dabei, jetzt schläft man da nicht ein, schreib's mal in die Kommentare. Ja. Wenn du doch nicht schläfst. Genau. Epicalyptic Fury, so. Ich habe mir jetzt gerade das ganze Video angeguckt und es ist super lustig. Und es ist super lustig, wenn ihr abschweift und Scheiße treibt. Aber es wäre cool, wenn ihr die Videos nicht so spät ohne Haar eigentlich dreht, da ihr ansonsten immer so müde seid. Und das zieht einen mit runter. Aber mir ist auch klar, dass ihr tagsüber wahrscheinlich andere Dinge macht oder machen müsst. Dinge macht. Man kann ja eventuell so ein Mittelmaß finden. Also jetzt haben wir um 4 angefangen, mittlerweile ist es um 6. Echt? Jo. Krass. Ja, toll, wir haben Pause gemacht und so ein Scheiß. Na gut, dann ziehen wir es mal hier krass durch. Ja, ziehen wir die Handbremse, die Honey. Wir müssen jetzt mal übelst witzige Witze machen. Ja, nee. Heute ist unser Frauenanteil zu groß. Ja. Den Fehler machen wir nicht mehr, Lina. Nee. Du darfst erst wieder kommen, wenn du einen Penis hast. Genau. Okay. Nee, warte, ich hab das so. Ist, ist ja auch nochmal was anderes, wenn man zu 4 ist als zu 5 und so. Ja, also. Toll. Wie wärst du, wenn man einen Fan einladen für das? Ja, tatsächlich so ist es ja heute nicht. Ich habe jetzt einen Penis. Ne? Okay, jetzt. Jetzt musst du dich auch so benehmen, als hätte ich so einen. Ey, aufwachen, nicht immer einschlafen und runtergezogen werden, meine ich. Jo. Wollen wir mal Fans ins Video nehmen? Klar, wenn uns mal jemand besuchen kommt. Dann darfst du mitmachen. Wäre zum Beispiel Antonina da gewesen, als wir dieses Format schon aus dem Boden gestampft haben. Hätten wir gerne. Oder Amadeus. Ne? Mozart war auch hier, ist unser Fan. Mach mal weiter. Mhm. Wir ziehen uns sonst runter, weißt du? Ice Cold Fo-O. Könnt ihr ein Sideflip-Tutorial machen, Robin? Ja, da machen wir ein shitty Tutorial. Für was? Bin ich am Start. Ein Sideflip. Ja. Die Funboys. What the fuck? Was macht denn Anna? Bin ich zu schnell mit der nächsten Frage? Nein, mach doch mal. Was macht denn Anna da mit dem O-Saft? Ihr friert den zu ein und lasst ihn auftauen und trinkt den. Also, ich kann mir schon vorstellen, objektiv betrachtet. Was macht Anna denn da mit dem O-Saft? Objektiv betrachtet ist das schon dumm, aber Anna, bezieh mal Stellung. Ja, hab ich schon. Robin friert immer den O-Saft ein. Alles. Nein, ich friere nicht alles. Und wenn man dann mal was trinken möchte und keiner es daraus machen möchte, hat man eine Arschkarte. Dann muss er nicht erst auftauen. Ich mach das halt gerne, da unten. Die alle hinten, gell? Muss die alle Loch geben, dann kriegst du auch mal ein bisschen. Bisschen Sirup drüber. Und dann ist das Urlaub. Dann ist das, oh. Urlaub. Ja, ja, dann, du stampfst dann das Klein. Was ist denn für ein Sirup? Ja. Himbeer. Orangensaft einfrieren. 50%. Ja. Nee, nimm den 100%igen Orangensaft. Ja. Einfrieren, dann auseinanderstampfen, zack. In kleine Kristalle, Kugeln, bam, bum, 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 in eine Schüssel, Sirup drüber, ein bisschen verrühren. Das ist wie Urlaub. Urlaub, das ist wie Urlaub. Wie ist es eigentlich zwischen den Lachikas? Was? Frage ich dich jetzt. Wie ist es denn so mit Maggie? Ja. Ja. Hast du gut gemacht. Das war jetzt eine ernste Frage. Geiles Video. Graz aus Bayern. Weil ihr das so geil ausspricht. Weil wir Bayern so geil aussprechen. Entschuldigung. Wir sprechen aus Bayern. Bayern. Was heißt denn gegen Bayern? Er habe da auch noch eine Frage. Aber da. Ich würde mal gerne ein paar Geschichten von damals hören. Sowas wie Robin. Im Kindergarten oder so. Ja, würde mich interessieren. Wir waren im selben Kindergarten. Nur irgendwie 3 Jahre Unterschied oder so. Na, du warst ja hier oben, oder? Ja. Ja, siehst du. Bei wem warst du? Tante Conny. Ich war bei Frau Schröter und Frau Gründer. Tante Conny. Ja, hallo. Aber Tante Conny war genau nebenan. Siehst du? Ja, die sich um den Robby gekümmert. Alter. Axel, sag mal was. Nee, da war ich noch so klein. Nee, wie gesagt, so Geschichten einfach aus dem Ärmel zaubern ist immer nicht so das Ding.
wenn immer Schlagwörter kommen, hey, wenn Kindergarten, was kann man aus dem Kindergarten erzählen? Da kenne ich die Hälfte gar nicht mehr. Ich war Bandenanführer, das weiß ich auch. Ich war nämlich im Kindergarten der Älteste und dann in der Grundschule in der ersten Klasse war ich mit der Jüngste. Oder nicht der Jüngste, der Kleinste. Nee, war nochmal was andersrum. Scheißegal, ich war übelst der Renner. Ich habe übelst den Place geholt. Den Square, den letzten Sandkasten, da hat sich die Crew immer getroffen. Und yo, tight. Music for Editing HQ, rasiert ihr euch die Käfte? Vielleicht nie wieder. Dina? Ja, also, wenn es zu viel wird. Besser Frank als Urwald. Ja, wir rasieren uns alle die Käfte. Außer Robin. Axel? Ich hab mich ja, immer meine so Natur blank. Rennt das ab. Wie der Herr Rodes Axel, der hat nicht so viele Haare. Der hat keine Achselhaare. Ja, das wisst ihr alle aus Erfahrung. Ja. Naja, du hast doch. Naja, der Penis weiß ich doch nicht an deine Käfte. Also naja, eben, wieso stellst du denn na, wenn an dem Rest nicht so viel wächst, dann kann deine Käfte nicht so wuchern. Weißt du, herkommen? Hast du schon Brustbehaarung? Nein, ich habe keine Brustbehaarung. Naja, Leute, wer möchte meine blanke Brust streicheln? Pfiffo, den kenne ich auch. Robin soll lesen. Vorschlag. Danke. So, jetzt bringen wir hier Sprudel, wisst schon. Wie wäre es mit einem Format, wo wir Kommentare schreiben können? Oh, passender Kommentar. Und ihr müsst diese dann zu fremden Personen sagen. Ich glaube, ich brauche gar nicht weiterlesen. Danke für den Kommentar. Wie es der Zufall will, ist da tatsächlich sowas in Planung. Hat es was mit irgendwelchen geheimen anderen YouTubern zu tun? Hör doch mal auf, ich habe vorhin schon mal angespielt. Die haben sich da sehr offen gezeigt, diesem Format gegenüber, weil ich persönlich habe da schon ewig Bock drauf, weil ich das mega lustig finde, diese Idee. Unser Hauptkanal ist aber nicht das Richtige dafür, jedenfalls nicht in einem dauerhaften und regelmäßigen Format, weil wir so viele internationale Fans haben, da müsste ich so viele Untertitel machen und dann ist das für die eh nicht so lustig, weil die halt nur die deutschen Sachen hören und nicht, wie wir Englisch sprechen und so weiter. Also, da kommt was. Pfiffo, guter Mann. Mhm. QBen5, der ist schon wieder am Start. Tag mal wieder. Mir hat sich beim erneuten Durchstöbern von meinem Kanal, guter Mann, noch eine Frage... Kunst und Kritik. Das ist immer noch das Beta-Design. Frage aufgeworfen. Ach, das war diese schöne Frage. Wie steht ihr zu Amokläufern? Beziehungsweise den Amokläufern selbst? An Schulen, eventuell auch spezifisch stehen in Erfurt. Ja, finde ich, ist eine gute Sache. Kann man mal machen. Nee, Alter. Da haben wir uns so ein bisschen drüber beömmelt, weil ich weiß ja, was du meinst, aber wenn man die Frage so hat, ja, was findest du zu Amokläufern? Da kann man eigentlich, ich meine, da sagt ja keiner, jo, finde ich gut. Ich meine, das ist... Ich finde es gut. War klar, Axel. Da kann man jetzt natürlich die riesige Diskussion raushauen. Liegt das an Computerspielen? Liegt das an der Verrohung der Gesellschaft? Bla bla bla. Ich meine, das Thema wurde echt so oft durchgekaut. Da habe ich nicht so Bock drauf, da jetzt so mal Fass aufzumachen. Was sagst du? Das ist nicht so cool. Finde ich voll doof, dass es Leute machen. Aber ich sage, es ist ein nötiges Übelresultat der Gesellschaft. Also, naja, ist ja irgendwie ich glaube einfach, alles. Ja. Naja, ja. Ich glaube auch nicht, dass das ein Phänomen der Neuzeit ist, so unbedingt. Ich wette, das gab es früher auch, nur damals war es halt, ja. Weißt du, da war das mehr eine Tagesordnung. Dass Leute schießen werden durch die Schule rennen? Nein, oder ich meine jetzt übertragen. Das ist halt ein anderes Ventil. Man, früher, als die alle Ritter waren, haben sie sich von Natur aus den Schädel eingekloppt. Ach so. Und jetzt kulminiert das halt in sowas. Keine Ahnung. Also. Ich glaube einfach nur, egal was du machst, du kannst sowas nicht ganz... Ja, klar. Weißt du, du kannst es nicht... Du kannst nur irgendwie... Ja, du kannst... Scheiß drauf, ich habe keinen Bock auf diese Diskussion. Die ist mir einfach zu oft geführt worden und zu anstrengend und zu facettenreich. Mach doch einfach weiter. Und dir eine Frage. Wie wäre es mit einem neuen, größer Perverser? Nicht das gegen einen, aber vielleicht fühlt er sich alleine als ein neuer Dildo, fragt Kobanin 3. Ein neuer Dildo, ja. Lina, hast du noch einen? Ich will, dafür Geld auszugeben, ist einfach Schwachsinn. Der hat schon einschenken. Der hat schon 30 Euro gekostet. Ja, wir können uns einschenken. Liebe Fans, schickt uns einen neuen Dildo. Ohne Spaß, ey. Wenn ihr das macht, dann ans Postfach, Entschuldigung. Hörnkopf. 93. Traurig. Was, Rasenhopf? Ja, Hörnkopf. Rasenhopf. Rasenhopf.
Was haltet ihr eigentlich von dem deutschen Schulsystem und so manchen Lehrern? Genau, also mich betrifft das ja gar nicht. Ja. Weil du so eine Privat... Lina auch nicht, so ja, ich halt auch nicht. Okay. Na, Lina, sag mal was. Wie fandest du deine Schulzeit? Fandest du es gut, Waldorfschule oder nicht? Ja, es hat sehr viele positive Seiten. Ich wüsste dann, dich hört doch keiner sonst. Ja, es hat sehr viele positive Seiten, hat sie gesagt. Nee, es... jo. Wie oft die Waldorfschule hier drin ist, ist unglaublich. Ja, also... Was es für Lehrer gibt, das kann man ja nicht vom Schulsystem abhängig machen. Okay, das macht er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube einfach so, ich habe das auch bei vielen schon gehört, dass die mit der Zeit einfach, wenn man das jahrelang macht, dass die da so ein bisschen assi werden, von Natur aus. Also ich habe da auch sehr ehrliche Gespräche schon mit Lehrern geführt, die halt wirklich sagen so, nach 20 Jahren hat man dann wirklich, dann macht man es wirklich dann eher wegen dem Geld. Also es ist natürlich nicht bei allen so, aber habe ich schon ehrliche Gespräche geführt. Und dass sie dann wirklich so das ein bisschen schleifen lassen und eigentlich gar nicht mehr so Bock drauf haben. Ich kann mir das auch vorstellen, also wenn du wirklich jeden Tag da so teilweise undankbare Assi-Wenzer wie mich zum Beispiel auch sitzen hast. Aber ich denke ja, das ist in jedem Beruf so, wenn du den 20 Jahre machst. Dass man dann ja, irgendwann keine Lust ja, mehr hat. Na ja, aber das Problem ist halt, dass du da bei, du hast ja deine Schüler vor dir sitzen. Ja, und stimmt. Da ist es halt besonders kritisch, wenn du nach 20 Jahren Fließbandarbeit dabei kein Lächeln mehr auf dem Lippen hast, wenn du da... Das ist was anderes. Und deutsches Schulsystem, ne, bietet mal eine Alternative an, so. Also man kann sicher viel vergleichen, aber das ist jetzt gerade nicht die richtige Plattform dafür. Verbessern, nicht vergleichen. Ja, aber man kann ja seine Meinung dazu geben. Dann? Sprich. Ich kenn's halt nicht leider so gut. Ich bin halt... ich kann natürlich Kritik an meiner Schule ausüben, aber das ist tatsächlich nicht die Frage. Also, wir sollten uns alle lieb haben. Gegenseitig helfen. Lad mal das komplette Video hoch mit diesem Weltverbesserungsscheiß da für Industrial Forts. Was mein Kanal sagt, was ich mir letztens so gedacht habe, ist, dass Herr Rodes voll wie Ryder aus GTA San Andreas aussehen würde, wenn er sich eine Cap und so eine 3D-Brille aus dem Kino anziehen würde. Findet ihr nicht? Ein bisschen, ihr kennt ihn glaube ich nicht, oder? Ryder? Ich kenn Ryder, klar. Den Arsch, den man dann auf dem Schiff umbringt. Psst, nicht spoilern. Alter, er sieht aus wie eine andere Anime-Figur, da kommt demnächst ein Video. Wie gesagt. Ja, Horst der Fighter. Was haltet ihr von Anime? Oh, wie passend. Ich finde, dass sie in Deutschland und von den meisten unterschätzt und immer als das Kinderding abgestempelt werden. Obwohl sie so viel besser sind und sämtliche herkömmliche Filme und Serien in den Schatten stellen. Das ist eine etwas zu hohe Lobpreisung des Anime. Aber es gibt schon sehr, sehr gute. Aber nicht, dass die Kino und Filme in Schatten stellen. Also nicht prinzipiell. Es gibt natürlich gute. Also Anime? Ist Anime viel mehr als dieser Stil? Wenn ja, dann finde ich es nicht so prickelnd. Anime ist japanischer Cartoon. Also geht es in Anime auch darum, was die sagen, was die machen und wie es aussieht mit diesen übelsten Augen und allem. Das geht nicht nur. Es ist halt vieles so over the top und besonders emotional. Vieles ist halt auch sehr auf Erotik ausgelegt. Also selbst die keine irgendwelche Hentais sind oder so, sind halt ja, wie bei Elfenlied schon, da ist ja auch schon sehr viel Nacktheit drin, was ja trotzdem die Serie nicht schlechter macht. Aber es ist halt dieses japanische Ding, ne? Dass du mir die Serie präsentiert hast und ich sehe nur Brüste. Ich muss dir eine neue Serie zeigen. Sehr schön. Ja, und wie oft hast du die Serie jetzt bis jetzt schon durchgeschaut? Dreimal mindestens, ja. Siehst du. Elfenlied, gute Sache. Ich gucke sie vielleicht mal schauen. Das finde ich gut. Und du Anime oder so und ich so. Ich bin manchmal ein wenig abgeschreckt. Von Ramon 879 Videovorschlag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber macht mal sowas wie ein HK von den All Blacks. Rugby-Mannschaft. Fügt nur etwas typisches Nosferatu-mäßiges dazu und das Ganze auf dem Marktplatz. Wäre Bombe. Ich habe mir das mal angeguckt, aber ja, vielleicht kann man es mal einem neuen Dancer oder so machen. Für ein eigenes Video reicht es nicht so. Puh, ist das eine Menge. Mhm. Wir sind bald durch. Ich bin nicht ermüdet. Das ist immer so.
Ja. Und fühlen die sich noch unerwünscht? Ich könnte noch. Ihr seid nicht unerwünscht. Hört bitte auf, Kommentare zu schreiben, das dauert immer so lange. Ja, der Öffnen. Der Öffnen auch was, ne? Das lohnt doch nicht. Nee, das ist ja cool, aber ich glaube, ich muss das nächste Mal echt ein bisschen besser aussortieren, weil ich glaube, für euch ist es cool, wenn es lang ist, aber also wirklich so länger als 2 Stunden soll es nicht unbedingt dauern. Finde ich. Also ich finde 2 Stunden ist eine gute Zeit, oder? Hey, was haltet ihr von YouTubern wie LeFloid oder Iblali? Mögt ihr Filme oder... Achso, YouTuber, Iblali, LeFloid? Beide nicht. Nicht lustig. Kennst du auch nicht? Ja. Also, Iblali, hast du mir mal gezeigt? Nee, glaube ich nicht. Also beide haben diese Ultra-ADHS-Schnittweise mit Hey, ich sage in jedem Schnitt ein neues Wort. Aha. Das war jetzt eine Hyperbel. Das ist nicht ganz so krass, aber es ist halt echt, also... Ich bin ja schon echt so, ja, ich stehe ja auf so einem schnellen, abgefahrenen Scheiß, aber das ist dann echt schon zu krass für mich, das kann ich mir nicht dauerhaft geben. Iblali und LeFloid machen das beide so. Was LeFloid macht, finde ich gut, wie er es macht, finde ich nicht so gut. Fühl das bitte mal jetzt aus. Nein. Bitte. Nein. Ich verstehe das versteht er jetzt nicht. Das wird doch das nächste, was sie dann von uns fragen. Was meinst du? Dann können wir das nächste Mal diskutieren. Genau. Gut. Also ich finde beides kann lustig sein, aber mich nervt das übelst. Ich möchte... Diese ADHS-Schnittweise, ich meine... Und ich finde die Witze, ich merke zwar, wann ein Witz kommt, aber ich finde ihn ja noch nicht lustig. Und meistens ist es auch so selbst, was es schon längst gibt. Es sind ja nicht mal so Badum-Düsch-Witze, die gewollt schlecht sein wollen, sondern halt wirklich so... Aber es ist halt nicht lustig. Hm. Also für uns, für unser Alter und... So etwas Typisches, wie man sieht sich selbst im Spiegel und sagt, hör, der ist aber hässlich. Ja... Finde ich jetzt. Ja, oder dieses. Man sagt was und dann hört man Grillenzirpen. Ich meine, das habe ich jetzt schon 2000 Mal irgendwo in einem Video gesehen, weißt du? Genau. Ich meine, damit kann man zwar lustig spielen, so, dass man zum Beispiel was sagt und das nächste Mal, wenn wir das machen, bauen wir ein, wie jemand sagt, zirp, zirp, zirp. Das wäre immerhin eine neue Sache, so, aber. Das Pulver hast du mit verschossen. Toll! Lass schnell ein Video auf Nostera Forts hochladen. Vorher, bevor das hier kommt. Hättet ihr vielleicht Lust... Ah nee, scheiße. Mögt ihr Filme oder Spiele im Horrorgenre und welche? Ja. Nein. Mit Lina gucke ich gerne mal einen Horrorfilm, gell? Du freust dich dann immer so. Ja, oh ja. Lina, die wird dann immer nach Hause gebracht. Ja, die traut sich dann nicht mal hinzugehen, aber die letzten Male war ich eisern. Aber manchmal hört sich auch hier so dann rum. Ja. Ich halte mir ein Kissen vor. Wir haben schon ein paar Horrorfilme geguckt. Ja. Wir haben auch, aber jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst. Das war nur früher, jetzt geht's. Ich habe die Angst immer noch. Wie heißt der denn? Der mit den Höhlenmenschen. Den haben wir auch alle zusammen. Oh, scheiße. Höhlenmenschen. The Descent, genau. Ja, diese wo die in die Höhle reinsteigen. Ja, und dann dieser Bergarbeiter da kommt. Der war eigentlich gar nicht so gut, fand ich, aber es war einfach so dunkel und dadurch kriege ich immer so schnell einen Schreck. Das war einfach, das ist so gemein. Wo dieser Bergarbeiter kommt und die dann, ach nee, das habe ich mit anderen geguckt. Ich weiß nicht, was. Horrorspiele, ich gucke gerne Horrorfilme, aber ich bin da auch echt abgebrüht. Ich erschrecke mich da kaum. Ich habe mich in den letzten Jahren einmal erschreckt und das war, da habe ich zum zweiten Mal habe ich The Texas Chainsaw Massacre geguckt, und zwar das Remake davon. Und dann lehnt sie sich an die Tür und auf einmal geht die Tür auf. Es war eigentlich eine total ungruselige Stelle. Und deswegen kam es für mich wahrscheinlich unerwartet. Da habe ich mich einmal erschreckt und ansonsten bin ich halt die coole Sau, weißt du. Bist du. Du bist hübsch. Ich bin gerade erst 18 geworden und darf jetzt erst so richtige Horrorsachen. Du hast doch auch das legendäre Spiel Zombie U gespielt. Ah, ganz kurz, es ging ja auch so um alte Geschichten. Gab es da nicht so eine Geschichte mit dir in einem gruseligen Film? Ja, der gruselige Film war Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Und da gibt es ja diese wundervolle Stelle mit, wie heißt die? Agarok, diese Riesenspinne. Und den habe ich so geguckt, ganz gebannt, so saß hier so auf der Stuhlkante vorne. Und das war halt... ganz viele kleine Spinnen, die eine große Spinne und auch eine ging hier so runter. Mhm. Und ich dachte, das ist im Film. Und auf einmal kommt die über näher und dann war die hier. Und dann, also wirklich, da ging es wieder durch. Und irgendwas mit deinem Bruder und Film und Zwang. Ach so, ja. Ich wurde mit 6 gezwungen, Hannibal, also nee, das Schweigen der Lämmer zu gucken. Von meinem großen Bruder. Und da ich das nicht wollte, weil der ziemlich krass war für einen 6-Jährigen, hat er mich mit Uhu-Kleber an den Kühlschrank geklebt. Und ich habe geglaubt, dass ich... Also ich habe gar nicht versucht... Ich hing nur mit dem Finger an dem Kühlschrank. Und ich habe geglaubt,
dass ich da fest bin. Ich habe gar nicht versucht, den einfach mal wegzubewegen. Und da stand ich dann eine Stunde lang am Kühlschrank, bis meine Eltern heimkamen, das schluchzende Kind gesehen haben und ich gesagt habe, ich komme nicht weg. Ich bin am Kühlschrank fest. Das ist echt nicht leicht. Das Schweigen der Lämmer. Ja. Das war dann die Strafe, das ist ein Quatsch. Und dann gab es auch so eine gruselige Folge von Akte X, die mich als Mann verfolgt hat. Die hat mir meine Schwester wiederum gezeigt. Und meine Geschwister haben mich mit 6 oder 7 auch aufgeklärt mit so einem Buch, wo man so einen Querschnitt durch den weiblichen Körper sieht, wie ein Phallus eindringt und so. Ja. Bei mir auch, fand ich aber nicht schlimm. Fandst du schlimm? Vielleicht war ich noch jünger als du. Julia hatte ja dieses Buch, wo ja, ja. diese ganzen vielen Spermien sind. So das ist aber ein nettes Buch. Das ist ein sehr niedlich. Das ist ein niedlicher Kinder, aber wenn das mit Querschnitten war, glaube ich nicht. Nee, da war es einfach nur liebevoll umarmt. Das war ganz süß. War das ganz, ich habe so einen Film gesehen. Nee, das war schon mit was der Penis tatsächlich macht. Also, ja, stimmt. Und dass irgendwie das dann so für den Mann so ist wie Niesen. Ja. Das wurde bei uns in der 4. Klasse gesagt. Und? Da mit so einem Buch. Ist es denn nun wie Niesen? Nee, das ist. Liebe Kinder, es ist nicht wie Niesen. Gesundheit. Wo waren wir denn? Ihr seid echt Glorke, liebe Grüße Winnie. Grüße zurück. Mhm. Horst der Falter. Hättet ihr vielleicht Lust oder könntet ihr vielleicht in Feedback eine Untersektion aufmachen? Meint ihr jedes Mal 20 Minuten oder so nur irgendwelche Anekdoten erzählt? Ist immer saulustig. Ziemlich cool. Ja, es ist cool, aber das sage ich jetzt zum dritten Mal. Dann könnt ihr ja rausschneiden. Könnten wir vielleicht mal machen, ja. Zusammenschnitt, Best-of oder sowas. Auf jeden Fall, die kommen nie auf Schuss, Kommandoschuss. Also ich muss sagen, wenn ich mit Nils so am Laufen bin, da kommt immer übelst viel. Oh ja. Deswegen hole ich den vielleicht hier auch mal rein. Der hat ja auch schon gefragt, der hätte auch Bock. Ja, was, du? Weiß noch, mit dem Sandwich. Oder? Wo du ihm das schaffst. Ah, mit dem Sandwich. Und wir telefonieren. Nee, nicht mal das. Also das auch, ja. Ich habe Nils nämlich damals, Nils kommt nächste Folge oder so rein. Toll. Ja, toll. Ich habe dem Nils immer Toast gemacht und habe dann an einer Stelle so eine richtig schön scharfe Chilischote versteckt. Ja. Und das war dann richtig schön scharf. Aber das war nicht die eigentliche Geschichte, sondern einmal habe ich PlayStation irgendwie gezockt, habe so Bilder durchlaufen lassen, habe online einem Kumpel das gezeigt und habe ihm irgendein total dummes Bild gezeigt, habe dazu einen Witz gerissen. Und Nils hat gerade schön dieses Toast gegessen. Nein, eigentlich nicht. Das meinst du nicht, aber das fand ich gut. Ja, aber das war und in dem Moment, wo ich diesen Witz reiße, muss er lachen, verschluckt sich an dem Ding. Oh, nö. Ist fast am Ersticken. Vor uns ein schöner Tisch, wo genau hier so eine Vase, wo immer meine Süßigkeiten drin lagen. Ja. Nein, ohne Witz, er hätte da direkt reinkotzen können. Was macht er? Er nimmt den Teller, das war glaube ich mein Teller, wo mein Essen drauf war, nimmt den, tut den auf diesen Trog, ja, der perfekt zum Kotzen war, tut den oben drauf, um ihn zuzumachen und kotzt auf meinen Teller drauf. Ich glaube, ich habe das Foto noch. Das könnte ich direkt mal einbauen, aber dann habe ich es dann auf der PlayStation. Ich glaube, du hast uns dann aber. Da war der Mülleimer, hier war dieser Krug und er. Ohne Witz. Aber das war auch so lustig, weil er halt im Lachen cool. sich verschluckt hat. Der hat wirklich gereiert, richtig? Ja, Magen. Ach so, ja. Ja, das war ein sehr lustiges Foto. Ja. Oh, ja. Ja, siehst du, jetzt haben wir noch eine Geschichte erzählt. Seid zufrieden, ja. Horst der Falter. Felix, Daumen hoch. Hackel, LP. Ich wohne nicht in Ilmenau, aber ich bin oft dort in Ilmenau, laufe überall Asiaten rum. Ist doch ideal für Pranks. Die laufen mehr rum. Das stimmt, also wir haben ja dieses eine Hochhaus, da ist alles voll. Oh ja. Ja. Mit den Fahrstühlen das. Vielleicht siehst du Daniel ja mal wirklich in Ilmenau. Rapvaproli sagt, bester Channel auf YouTube, hab gar keine gute Frage, also ganz spontan, wer hat den längsten Penis? Ich glaube Lila. Ich? Robin, ja. Robin hat den längsten Penis. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich. Ach, hör doch auf, sowas sagst damit du doch. Damit brauchst du ja nicht kommen, Lina. Also, na hallo. Das zählt. Mensch. Also hier Final Fantasy 14, Ingolfin, keine Ahnung. Steht eigentlich für Final Fantasy 14, sagt er. Aber 10 ist natürlich auch sehr geil und eins meiner absoluten Lieblingsgames. Final Fantasy 14, Realm Reborn, oder wie das jetzt heißt, wird ja ein bisschen durchgewatscht. Das scheint nicht so gut zu sein.
Reliable sagt, wenn du trotz der erwähnten Gründe ein Buch diktieren möchtest, biete ich mich freiwillig als Ghostwriter an. Spielt ihr eigentlich ein Instrument? Das hatten wir schon mal. Anna spielt ganz viele. Moment, das kann sie ja gleich sagen. Also erstmal zu dem Buch. Früher oder später mache ich da bestimmt mal was. Ich habe da übelst den Plan im Kopf. Aber wie gesagt, ne? Anna, was spielst du für Instrumente? Willst du es nochmal sagen, während du hier Ukulele. SMS? Es ist wichtig. Ukulele, ja. Gitarre, Schlagzeug, dieses andere hier. Im Keyboard bin ich viel. Keyboard und das hier so ein bisschen. Nein, das mache ich gar nicht. Wir haben... Bisschen gibt's zu. Oder macht ihr Musik am Rechner? Nee, eigentlich nicht. Ja, und Kalle spielt Gitarre. Unabhängig von der ersten Frage, kennt ihr Ralf Rute oder die nicht lustig Cartoons? Ich kenne die, finde die nicht so lustig. Ich fand die früher lustig, weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn ich es mir jetzt mal angucken würde. Früher fand ich, habe ich mir sehr gern. Findest du nicht lustig, nicht lustig? Doch. Fand ich jedenfalls früher, als ich das erste Mal hatte, irgendwie mit 11 oder so. Ich weiß nicht, da habe ich nicht aus den Augen verloren und dann nie wieder angeguckt. Vielleicht fände ich es jetzt immer noch lustig, vielleicht auch nicht. Hast du nicht so ein Buch auf deinem Klo liegen? Ja, das gucke ich mir dauernd an. Und ich glaube, das habe ich von dir geklaut und das hat Peter bei mir gefunden und gesagt, das wäre seins. Aber ich habe es einfach bei mir behalten. Ist es rot oder gelb? Grün. Nostera bei Titi. Bei ca. 6,45 habe ich 30 cm mit Scheibenkäse verstanden. Ja, das war das Sub. Die Frage, bist du eklig? Nein, du bist nicht eklig, Mann. Scheibenkäse ist was Schönes und alles cool. Er fragt außerdem, was ist besser, Star Trek oder Star Wars? Die Filme, nicht die Serie. Ja, guckt mich jetzt nicht so an. Ihr kennt euch alle nicht aus, gell? Ihr seid weder Trekkies, noch kennt ihr Star Wars. Noch Warsies. Ich habe als Wanz sehr viel Star Wars geguckt, aber heute finde ich beides nicht mehr so cool. Wenn die Entscheidung stehen müsste, dann Star Wars. Final Fantasy 14 Typi sagt noch Razor Form ist falsch, Shaving Form wäre richtig gewesen. Ja, hallo, Court in the Act, ich kann nicht immer alles richtig sagen. Naja, vor allem, das hast du doch schon mal richtig in dem Gangnam Gesangnam. Ja, egal. Shaving Form looks like Spawn. Shaving Form looks like Spawn. Once again I have to think about that term. Wer liest das jetzt vor? Würdet ihr per YouTube-Livestream mal eine Diskussionsfragerunde mit euren Zuschauern machen? Wenn ja, bitte um einen Tipp zum Datum des Livestreams, sodass die wahren Fans mitmachen können und zugleich keinen Shitstorm gibt. Ja, so ein Google Hangout. Ja, das ist eine witzige Sache. Wenn wir das machen, dann ja. Aber wir haben ja schon mal gesagt, wir würden das lieber in der Stadt live machen. Es wird durch die Stadt gehen. Oder ja. Oder wir machen es bei Lina im Badezimmer. Was denn? Ein Livestream. Das live alles übertragen wird. Brauchen wir auch Internet. Internet. Wir senden Live-Bilder von deiner Kloschüssel. Okay. Ach Mann, puh, es wird langsam echt viel. Dann red doch nicht so viel. Ja, ich muss ja vorlesen. Als Nicht-Hip-Hop-Fanatiker würde ich euch DCVDNS empfehlen. Er macht nicht nur Rap, sondern auch andere gute Videos. Man muss nicht auf seinen Humor einfach einlassen und nicht zu helden. Also Bauer. Habe ich mal was von gehört, der ist ein bisschen lustig. Ein bisschen lustig, ihr kennt ihn nicht? Ja. Er sieht irgendwie aus wie so ein Spast. Ja, der will aber aussehen wie ein Spaß. Der war bei TV Total, aber ich fand das extrem unlustig. Ich war einfach nicht mein Humor. Deswegen sollst du dich auf den Humor ein. Ja, das ist aber nicht meiner. Mr. Reply oder nee, MC Reply sagt außerdem noch, soviel ich weiß, rauchen die meisten einfach nur aus Langeweile und quasi die Zeit zu überbrücken. Lina, warum rauchst du? Stimmt, diesmal könnte Lina mal bombardieren. Das ist schon ganz, genau, Lina, ganz nett. Hör auf zu rauchen. Wieso? Ja, erklär dich. Wieso rauchst du? Wieso? Warum rauchst du überhaupt? Warum machst du das? Wieso rauche ich? Ja, keine Ahnung. Weil hat sich halt so ergeben irgendwann. Das ist eine gute Antwort. Ja, jetzt kommst du nicht weg von der Droge. Ja. Aber was, manchmal ist es einfach. Was sagt denn dir Lina, jetzt muss ich einen rauchen? Was ist das in dir, was dir das sagt? Keine Ahnung. Das ist halt einfach so ein Gefühl und dann kommt das und dann denke ich, okay, jetzt könntest du einen rauchen. Zum Beispiel auf Arbeit. Wenn ich Stress habe, dann freue ich mich einfach nach 4 oder 5 Stunden, wenn ich mal eine rauchen kann. So. Ach, Mann. Verstehst du das, Anna? Ja, als Raucherin natürlich. Okay, danke. Mr. Blumenficker, Ficker. Geiler Typ. Fragt außerdem, ob wir nochmal eine Ask-Episode machen, haben wir auch schon mal beantwortet. Ja, natürlich machen wir das. Dauert nur immer ungefähr ein Jahr. Ja. Das dauert sehr lange, Mann. Mann. Lars Kade, yo!
Achso, er ist mein Sub. Er ist das Sub genauso wie ich. Es gibt ja auch Fleischfresser, die Veggie Patty essen oder mögen. Ich mag Veggie Patty gar nicht, diese, ja, so ein Schnitzel aus Gemüse, sag ich mal. Total dumm. So, gleich wird es erstmal richtig interessant. Nee, iPod, ich bin nicht schwul, nur dass ich das mal klarstelle. Habt ihr seit eurem 15. Lebensjahr nochmal geweint? Zum Beispiel, wenn ihr euch Arme abschneidet oder Gedärme rausreißt. Dann bin ich aber äußerst well, traurig. That escalated quickly. Oder wann hast du das letzte Mal geweint? Ja, das war schon ziemlich traurig, als ich mir damals den Darm rausgerissen habe. Weinen? Ja, schaffe ich nicht. Nee. Wann hast du dir so das letzte Mal den Darm rausgerissen? Nee. Nadine, also, hast du das letzte Mal geweint? Geh auf eine Reihe durch. Ach, um Gottes Willen, da brauche ich also gar nicht so anfangen. Geht es eigentlich um das Weinen, wenn man traurig ist? Oder ja, so? Meine Frau, ich habe Hormone, ich heule ständig. Genau, das wollte ich auch sagen. Ich höre auch egal, ständig, wegen, das ist ein Mädchen, die heule irgendwas aber es ist ja noch ein Unterschied. Brauche ich gar nicht anfangen. Ja gut, ihr heult wahrscheinlich wirklich, aber es ist ja noch ein Unterschied aus wirklich weinen und so ein Tränchen im Auge. Ja, ich so. Da ab, alles was unter zwei Tränchen ist, ist noch kein Heulen. Die Tränchen, die müssen auch schon runtergefallen sein. Ja. Na, weil ich ja sage, ich weiß nicht, ob ich da schon 15 war, als Metal Gear Solid 3 zu Ende war, habe ich auch geweint, aber es war halt eher so, das ist dass so wir, homo. Ey, geh kacken. Es war halt doch eher so, dass wir halt ein, zwei Tränchen gekommen sind. So. Oh, ich war heute Abend doch bei Mutti eingeladen zum Julia Leischik gemeinsam heulen. Das ist schwul. Sie hat mich eingeladen, aber sie hat vergessen, mir nochmal Bescheid zu sagen, was sie wollte eigentlich. Ist das jetzt 20.15 Uhr? Nichts gegen Schwule. Nein, das war irgendwie cool. 17 Uhr noch was, glaube ich. Das finde ich scheiße von dir. Nichts gegen Schwule, Schwule ist cool, würde ich das sagen. Sie wollte noch vorher Bescheid sagen. Mhm. Aber sie hat gesagt, sie vergisst es bestimmt. iPod sagt außerdem, ihr Off-Topic-Diskutierer, ach so wie ich das mitbekommen habe, harzt, ich harze dich rum. Das hast du falsch mitbekommen. Ich harze nicht rum, ich beziehe kein Geld vom Staat. So. Was machst du den ganzen Tag? Ich stelle mir das extrem langweilig vor. Stellst du dir dann denn auch Sommerferien extrem langweilig vor? Außerdem mache ich sehr viel mit YouTube. Außerdem kann man zocken, man kann Skateboard fahren, man kann Oma Inge besuchen. Mit der Übergeliebten. weil du immer sagst, du arbeitest am Computer. Was machst du denn da eigentlich die ganze Zeit? Außer die Videos schneiden sich nicht von alleine, mein Freund. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Was machst du sonst? Ja, besonders das große Projekt, was jetzt hier gerade ins Haus stand. Was so geheim ist und geheim war. Geheim war. Ja. Immer noch ist. So. Naja. Nicht mehr ganz so. Ja, das ist nämlich mehr als man denkt. Schon alleine die ganzen Fragen hier zu farbig zu machen, war eine halbe Stunde. Dun. So, das macht es aber jetzt hier einfach wesentlich einfacher. Einfach übrigens einfach. Jo, ich beziehe kein Geld vom Staat, den Schuh lasse ich mich anziehen und selbst wenn geht kacken. Also ich finde das nicht verwerflich, wenn jemand nicht arbeiten gehen will. Ich fahre die Ostsee zu mal in die Hochzeit. Toll! Und ich nicht. Warum nicht? Nicht? Weiß ich nicht. Dann komme ich auch in Lohn. Ja, ich krieg aber lasst uns das jetzt erstmal fertig machen, bevor wir zu Marlenes Hochzeit fahren. Samantha Lewis schreibt nämlich, Anna sieht echt ultra geil aus. Was voll die heiße Schnecke. Ausziehen! Nimm deine Pfoten von mit, du Griffeleger, Griffel. Lena, du musst dich ausziehen. Vielleicht nur damit aussehen mit Raffaello. Ihr sagt einmal, Lotta Lewis oder wie ihr Levis. Anna soll sich ausziehen. Macht sie nicht. Mr. Banger Cat One. Ist Englisch. iPod sagt außerdem auch noch, verfickte Scheiße, kann Anna sich keine normale Hose kaufen oder endlich mal sich auf dieses Video konzentrieren und anstatt hier irgendwelche SMS zu schreiben. Es geht um die Hochzeit meiner besten Freundin. Du bist jetzt bitte ruhig. Die eine ist zu eng, wenn sie gesoffen hat. Und die andere hat ein kleines Loch. Nicht ernsthaft. Weiter so, Bitches. Ihr seid echt die coolsten. Cool wegen cool Savasch. Warum hat denn meine Hose ein Loch gehabt? Die hatte vielleicht gesehen, dass du... Klar, hast du ein Loch gehabt, oder? Keine Ahnung. Oder der Hosenscheibe? Nee. Die Hose hat Loch gegeben. wie findet ihr ihn? Googelt mal, Kalle müsst ihr ihn eigentlich kennen. Ich kenne Kool Savas auch, weil den gibt es irgendwie schon seit 20 Jahren oder so. Der hat am Anfang so richtig krasse Musik gemacht und dann eine 180-Grad-Drehung gemacht, weil man damit mehr Geld verdienen kann. Das hatten wir am Anfang. War Kool Savas dieses, wenn ich sterbe, dann mit dem Puller und der Fotze? War der das? Ich bin potenter als ein Ochse, ich glaube, das war der. Oder es war dieser Typ, grünes Fleisch, Bullen, Schweine. Auf jeden Fall hat er sich übelst gedreht. Mhm. Der macht ja jetzt Xavash mit Xavier. Wie heißt er? Xafanatu. Ja. So.
reingehitlert. Ach so, warum zum verfickten Shit ist Anna nicht im Englisch-Part? Kann sie kein Russisch? Russland plus Amerika gleich Liebe. Die Beweisführung ist echt gut. Warum bist du nicht im englischen Part? Kannst du kein Russisch? Ich kann kein Russisch. Ja. Deswegen lasse ich das mal weg und setze mich ganz brav daneben und höre mir den Müll an. Sie hat ein Jahr lang Russisch gelernt. 3 Jahre. Besser deutsche Schule auch. Mhm. Dimus Dimitri sagt außerdem, hattet ihr mal schwule Erfahrungen miteinander? Dazu sage ich, da gibt es demnächst eine Compilation auf diesem Kanal mit den Gayest Moments. Bin ich dabei? Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, ist noch nicht fertig geschnitten. Siehst du? Alles Zeit. Ich musste alle Clips durchsuchen, alle alten Videos rauskramen. Ja. Es gibt viel. Ich möchte auch mit drin vorkommen. Hacke LP sagt außerdem auch noch, was haltet ihr von Plugs und Tunnel? Lieder. Du kannst ja jetzt mal eine weibliche Meinung abgeben. Findest du das sexy, wenn das Kerle haben? Würdest du das selber haben? Also würdest du Loch gehen, wenn das jemand hat? Oder hier so in der Nase? Oder wo macht man sich das alles hin? Na, ich finde, also bei Tunneln. Ja. Es kommt drauf an, wenn es noch eine gewisse Größe hat, finde ich, wo es okay aussieht, sag mal vielleicht zu. Ja. Dann ist es noch okay, aber wenn es dann schon so riesig ist, also. Ne. Also das sieht schlimmer aus. Wenn man sich einen Teller reinstecken kann. Ja, genau. Es gibt diese Indianerstämme oder so, die haben hier so riesen Dinge drin. Teller. Genau. Ich finde das echt total sinnlos. Nicht mehr so schön, keine Ahnung. Tja. Hacke LP hat wahrscheinlich sowas. Stehen alle irgendwie heute drauf. Laufen ja. Alle gleich rum. Es ist ja auch echt, je größer, desto cooler irgendwie. Ja, genau. Also, Hacke LP, ich will dich jetzt nicht beleidigen oder jemand anderen. Und ich finde auch, jeder darf ja machen, was er will und was er sexy findet und so. Aber das mit diesen riesigen Dingern, das ist wirklich einfach nur, ich finde das total dumm. Ich würde das nie machen bei mir. Vor allem, das wächst ja nie wieder zu, weil das so ein Riesending ist. Entweder reißt es, dann hast du hier so einen Lappen runter. Ja, bis zu einem gewissen Punkt wächst es ja, zu, aber nicht bei so einem Riesending, das ist richtig. Ich meine, das ist ja uncool, wenn man sowas sagt, aber wenn du mal älter bist, so mit 40, und dann machst du die Dinger raus und dann hast du hier sowas. Oder ja gut, aber bei Tattoos ist ja genau das Gleiche. Wenn du alt bist, dann ist es auch nicht mehr schön. Ja, aber Tattoos finde ich dann nochmal ein bisschen was anderes als wirklich hier dieses... Ich habe einmal nur dieses Bild gesehen, da ist es bei einem gerissen, das sah so abartig aus. Aber egal, macht was ihr wollt. Ist richtig. Noob Tarub, ihr regt hier ja richtig meine grauen Zellen an bezüglich Fragenideen. Aber eine habe ich. Wie geht ihr persönlich mit ignoranten oder intoleranten Leuten um? Ignorieren. Ja. Ignorierende Leute ignorieren? Das ist eigentlich. Also ich muss sagen, so Hater-Kommentare, die finde ich eigentlich lustig. Wenn ich die auf meinem Hauptkanal, also auf meinem, wisst schon, auf meinem persönlichen Kanal habe, ich beömmel mich da drüber. Also herrlich. Ich eigentlich auch. Ansonsten ignorieren ist immer gut. Macht das, worauf ihr Fehls habt, und wenn andere das nicht cool finden, dann haben die halt Pech. Big Line 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich denke schon, dass Leute Videos einsenden würden, meine Wenigkeit zum Beispiel. Also wenn wir mal einen Wettbewerb machen würden zum Beispiel. Ich sag mal so, wenn wir 100.000 Abos oder sowas haben, dann machen wir sowas mal, wenn wir einfach größer sind. Das angelegt für Ende 2013. Warum hast du das denn durchgeschrieben? Da ist eine diverse Frage, die viele, weißt du, die geheim ist. No. Gut. Soll ich nur in Schwulitäten bringen? Ach so. Ich bin gespannt, ob das die Leute irgendwie neugierig macht. Wie zum Beispiel das mit Kalles Geburtstagsgeschenk. Ja. Oh ja. Das wisst ihr immer noch nicht, was Kalles Geburtstagsgeschenk ist. Genau. Weil das war echt. Ihr wisst außerdem nicht, wer an die Türen geklopft hat, weil das habe ich rausgelassen mit Absicht, weil das ist ein weiteres Mysterium. Ja, wir machen uns spannend. Ja. Weil sonst keiner guckt. Eine Frau muss sich rar machen. So. Pontenlight. A secret makes a woman a woman. Ja. Pontenlight. Könnt ihr nicht die Polizei fragen, ob ihr wenigstens die Videos auf dem Camcorder haben dürft? Die Frage verstehe ich nicht, weil wir haben alle Videos wieder. Wir haben auch den Camcorder-Video wieder. Und zwar, schaut ihr mal an, gebt mal ein bei Google oder so, Rudi the Nudie, N-U-D-I-E, müsstest du dann finden. Alle Clips, die in dem Video zu sehen sind, haben die Polizeileute auch gesehen. Wegen dem Atrium damals. Ja, das ist auch das ist schon ewig. Ich weiß auch nicht, wer jetzt da drauf kommt. Auf jeden Fall sehr lustig, weil die haben dann sehr viele nackte Haut von Kalle gesehen auf dem Polizeirevier. Aber gleich sind wir durch. Fresh HD Blue 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 Blue, den Song bitte immer. Also Watch Dogs, kauft ihr Watch Dogs. Das neue Watch Dogs. Bis ich irgendwann mal die Energie habe, einen neuen Song zu machen. Mit den letzten, den habe ich die ganze Zeit immer wieder. Ich wollte eigentlich über Super Smash Bros. Machen, das neue, aber ich finde es immer wieder kacke. Ich
würde ja gerne ein neues Lied machen, aber ich, na, vielleicht findet sich dann irgendwie nochmal die Gelegenheit oder so, aber vielleicht lasse ich es auch weg. Erstmal mache ich meine Rapper-Karriere weiter. So wie zur Frage. Ja, diesmal hatten wir eine spezielle Version des Ganzen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr lieber die Akustikversion wollt oder lieber die knallige. Also eigentlich passender ist die knallige, aber die Akustikversion ist natürlich auch cool. Hier sagt Ramon 879 noch Vorschlag für Annoying Dancer, den postest du bitte unter die Annoying Dancer Videos, weil sonst kommen wir da durcheinander. Lukas Brötz sagt, was ist mit Kalle? Kalle ist in Stuttgart, der ist das nächste Mal wahrscheinlich auch nicht dabei, wenn wir es wöchentlich machen. Aber ab dem 13. Juli, also in 2 Wochen, wird er dann wahrscheinlich dabei sein. Daniel auch. Außerdem fragt Lukas Brötz, warum ist Anna so traurig? Ich bin nicht traurig, ich bin immer überglücklich, weil ich den tollsten Jungen der Welt habe mit dem riesigsten Penis. Nein, nicht du. Hallo, den tollsten Jungen. Bruder, mich. Doch, ich habe auch die tollsten Brüder der Welt. Warum fällst du da nicht an? Weil du der tollste bist. Der tollste Bruder. Ja, das ist bei uns nach Familie auch alles irgendwie so, dass Bruder, Schwester, Ehemann, mach alles ähnlich. Alles ist das Gleiche. Also Robin ist auch irgendwie ihr Bruder und ihr Inzest. Vater Onkel, auf deinen Speichel abzuwischen. Ich stehe auf deinen Speichel. Ja, ich weiß gar nicht, warum wir auf die Frage kommen. Sie hat wahrscheinlich einfach nur ein bisschen den Hengsten gehabt zum Ende des Videos. Ich habe immer einen Hengsten, gerade eben auch ewig, aber das sind einfach wichtige Sachen, die hier abgehen. Das ist Business. Ach, das ist die letzte deutsche Frage gewesen. Oh, schade. Und ich habe, das ist na toll. Oh, und Anna hat einen Hengsten, toll. Toll, aber es ist meine beste Freundin, die heiratet ziemlich spontan. Und in der Folge so viel zu machen. Aber noch nicht in diesem Video. Weiter kommen wir das Hochzeitskleid. So, Lotta Lewis hat außerdem geschrieben, Anna ist voll heiß, die soll sich mal ausziehen. Was hast du drunter geschrieben? Ja, hast du. Ich habe einen Unterhimmel nicht drunter. Ja, zeig mal. Nein. Lina? Was hast du drunter? Hier, zieh jetzt mal was aus. Ne, da habe ich nichts drunter. Hallo. Nackte Haut. So. Schlecht, Tanzen-Video. So beenden wir diesen Part ja, jetzt. Ja, die sind schon ein bisschen. Das ist schon viel zu lang. Oh, dieser Fuß. Oh, guckt ihn euch an. Man sieht dich da nicht, da sind die Fragen, du Depp. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt. Hello and welcome to the English section of this video. Unfortunately, we are only 2 people, Yeah, Anna's gone, maybe. And Lina, our special guest, she was in like 2 or 3 videos, little guest role. She had. Warum kommen Sie wieder? Das ist so scheiße geworden und früher war es viel besser. And she will join us, but just for your eye candy. She's outside right now. And yeah. I've got this bastard here with me. Hey guys, what's up? Yeah, there was a comment commenting about his hilarious talking in English. And yeah, oh my god, it's been 3 weeks since I've talked in English. So, let's get it started. There are not that many English comments this time. Yeah, you have write more. To write more. And yeah, first of all, we have to. No, yeah. The problem is, it's pretty difficult for us to gather all of us, or at least 4 of us. Four of us at the same time. So the question is, do you want this video as a weekly format, or should we wait until every one of us, or at least 4 of us, has the time to join together for a good video? Because yeah, we're 2 people right now. Yeah. So that Kalle and Daniel are missing today. Yeah. So if we wait 2 weeks, we can get them, but otherwise we are only 2. No. We can't promise that we can gather all of us in 2 weeks or 3 weeks. It really depends on whether Daniel has time or not, because he has a car and so on. And yes, it's pretty difficult, so
Right. Anna's watching video. Yeah, Anna's not cool because she doesn't want to join you guys. Yeah, she's pretty exhausted because of the German part. Which was very exhausting. So oh, let's start. Yeah, no. I wanted to say I'm gonna post a question on our Facebook. Check it out if you have a Facebook account. Answer the question if you want it to be weekly or not. If it's gonna be weekly, it may be that we have only three or two people answering your questions. Yeah, sorry for that, but it was planned that Kalle was supposed to be here, but then we had so much work to do for another project that we just didn't find the time. I mean, it's like 2 or 3 hours we need to record this. That's why he's not here. He's in Stuttgart again, and Daniel lives in Ilmenau, and only we guys live in the same town. That's why it's pretty complicated. So, let's start this shit. God damn it. Lavender Shriek. Lol. Correcting the English people in our own language. Yeah, I don't think it was an English comment which I corrected. It may be some international fan who just communicates English with us, because we can't do it in every language. I can talk a little bit Latin, but that's it. Yeah. So, Lavender Shriek also says, oh, and EG stands for Exempli Gratia. Mm-hmm. Ah, Latin, which is Latin for example. All right. You have to hear. Do it. I have to hear. He has to hear. No, man, someone said his English sounds funny, that's why he has to read the English questions. Do you know South Park? It's an awesome show, and I think it will fit your sense of humor. Haha. We know. Yeah, South Park. It's one of my favorite series. South Park is pretty hilarious. And it's one of the few shows that have a pretty awesome German dubbing, in my opinion. Yeah, yes. I like the German episodes more than the English ones, because I think the jokes are better and funnier to me. More funnier. Yeah, and I wanted to add that it's pretty awesome that they offer their episodes for free on southparkepisodeplayer.com or something like that, I don't know. So, would you rather have a penis the same size as your nipples, or nipples the same size as your penis? I think both would be good, because then I would still have a big penis. Mm-hmm. He, not me. No, I mean, having nipples like that, it's pretty weird. But why? It would be so senseless. Senseless, but that's useless. Useless, yeah. Sorry. I was tortured to death by my English teacher. Never say senseless, because no one says senseless. But if you get a baby, it will suck your dick. No, because it sucks the nipples of the mother, and yeah. But how do they look like? They have little vaginas. So they doesn't suck matter. The dick of their mother. Oh my god, that's so fucked up here. Where's Lena? Pregnancy sports. Yeah. Do it, man! We have to entertain these guys. We are only two Ryan people, and that's Bedant. We inventors of English. He says how to pronounce his name. It's Bedondi. Brian Bedondi. We inventors of the English language say ours. Smiley, look me up on YouTube.
It's Bedondi. 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 Yeah, ass or ass. I'm sorry, yeah, maybe you're the inventors of the English language, but not you, but your ancestors. But I think ass is more common, so fuck you. It's ass for me, and not arse. Motherfucker. I also think it's pretty difficult to pronounce arse. It sounds a little bit, dildo-ish. So, Brian Dundee also says, great, so we are all arse-men. Yeah, I love you, dude. You're an arse-man. Yes. You are arsome. Are there more English questions? Yeah. Okay. Ricky me 2000. 2000. So Robin, living on his savings, making YouTube video. What about the rest of the guys? Are they schooling or working? Schooling. I'm schooling and... Yeah, he's schooling and Anna works and Carla and Daniel are studying bullshit. And Carla also acts... Sucks dicks. Yeah, he acts in a few movies. But not real movies, like cinema movies. Only more for like television. Yeah. And small children. Yeah. Children. Channels. Okay. May don't. Lol. What the? Lol. Yeah, lol. I totally understood your Russian words. It was very funny to hear Umenya Koshka, which means I have a cat, in the same intonation. Umenya Koshka! As all other root words like Yebat, Suka, etc. Yes. Yes, that was very funny. Yes. You are so hilarious. Haha. Okay. Subscribe my channel. I enjoyed your video. Asks. Anecdoten is just anecdotes in English. Yeah, I googled it right after I edited the video. It's just anecdotes, yeah. But fuck it. Now I know it. Your channels are cool because I'm English. Yeah, and? But I used to study German, so I understand a lot of the German jokes. Two. Ein rotes Arschloch. Yeah, Arschloch means asshole. Ah, but someone wanted to get taught another word, so the word is Arschloch. Speak with me. Arschloch. You're doing it very well! And it means asshole. Yeah. And Armloch means armhole. I think for foreigners it's pretty hard to pronounce Loch. You have to do some guttural sounds. You know? Loch. Arschloch. Huh? So. Your mobile is very fast. Der kuschelt schon wieder. Ich glaube, das schneide ich. Ah, hier. Oh. Ah, One of our German fans, Phantom Geo in English.
When talking about games, another question comes to my mind, which makes 4 in total for now. This one is addressed to Herodes. Did someone finally gift you a Super Nintendo Entertainment System? No, but he's going to get some if he finally just fucking finishes the costume for Assassin's Creed 4. Yeah, and he will receive my SNES. Yeah, and I will be very happy about it. Hi! Hey, Lina! Komm! Hi. Komm! Du musst hier... Come into our... Du musst hier hin. You have to go here. You have to go here. Okay. Just for the good looks, you know? Okay. So, continue, buddy. Stand high above. Why do you put English subtitles? Subtitles? Yeah, I never see English YouTubers put German subtitles. Yeah, it's because, because English is the world language, isn't it? Yeah. And almost everyone learns English, but no one... Yeah, no one understands. German people learn German. Yeah. The point is that we try to keep the talking on a minimum on our main channel. But we want to communicate with you buddies, but don't have the time, and we don't want to make German and English versions of all of our videos, because it's pretty exhausting and needs much time. That's why are you laughing? Yeah, that's why we put subtitles in there. Whew. Yeah. What would you say? Nothing. What? She's just here for decoration purposes. Okay. You can talk in English if you subscribe want to, for the young lady. I cannot so speak good in English. Does Sack Pranks, or how would you pronounce yeah. the name? La, 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 la. Nee. I already scrolled. Ah, okay. Just do what you like. Just do what you like. Write my stuff in the comments. Section. Herodes should speak more. His English is funny. Hey! No, I'm going to read the questions and you gonna answer, because you have to talk more, because it's funny. I miss color. Yeah, we too. Hmm. Yeah, color will be here in the next video, or maybe episode 7. Patrick Starfish seems like a nice person. He should talk more as well. And the group Haki Gay Shit was jokes at the end. Funny video, keep it up. Yeah, I think Patrick is not that familiar with the English language too. And that's why he didn't talk too much in the English section. And of course he was just a guest and it was completely new for him. Yeah. I forgot, Roman, you didn't teach us a new German word. Oh, I did. Arschloch. Loch. Hast du noch ein schönes deutsches Wort? Huh? No. She can't think of a cool German word, because we didn't teach you another German word in the last video, but we did in this video, and I wanted to teach you guys 2 words, so the new word will be... Hodensack. Eichelrandkäse. Hodensack. No. Hodensack means... Yeah, it's not that... Yeah, it's hard to say. It's not... Yeah, it's scrotum. Mm. Or scrotum is the English word, but... Hodensack is more... You can't insult people with scrotum. I think. But if you say you're an ugly Hodensack, it's a kind of a good insulting. But the English people would say... the English people would say ball sack. Oh my god. I'm really sorry for fucking up the whole video. I mean, the German part wasn't that exciting too. And the English part isn't either, but yeah, tell us what you think. Do you want it done weekly? Do you want us to wait until we have the capitis sub pop? If all of us 5 are here or not.
Fuck it. There was. I love when you speak English with Eastern German accent. Ah, a German. I normally can't stand a heavy German accent, but that's funny. Maybe because it's done on purpose. The punchline is, I am half German and half Brit, but from now on I will only post in English to give the English part in Nostra feedback a push. Props to my people. XD. XD. Yeah. I also think that the English part needs that push because there are not as much comments as in the German. Many. If it's many. I know the difference. If it's countable, you say many. If it's not countable, it's the same with it's much with viel and viele. But if you say I have much money, actually it is countable. You don't say I have too money. Or three money, or five no, money. But, I mean, if you say much water, you can't count water, but you can count money. Yeah, but you don't say two money or three money, but I have many euros. Yeah! Come on. Must be awkward. Must be awkward as shit to speak English. Your first language is German. I'll try again. Stand high above, posted the question, no, a statement, a declarative statement. Must be awkward as shit to speak English when your first German, when your first language is German. Yeah, it's not awkward, it's just not, we're not that familiar. That's why I would like to do it weekly, to talk in German, to talk in English, because it only can improve my English skills and your English skills too, because your school doesn't educate you in English too good. Yeah. But I don't want to spam that channel with English, with feedback videos if you don't want them to be posted once a week. Evan Schwepker. Hi, I'm American. Hey, Evan Schwepker. Hey, we're Germans. He got a fish in his face. Cut! Eunice BLG, I don't know. Junes BLG. Do more of Annoying Dancer. Yes, we will. It's kind of complicated because we are waiting for a friend of us to make a song, to cover a song, because we need that song. But we can't use the original, of course. Did you already load up the Annoying Dancer special which I filmed in Jena? No. Why? Because it sucks. Hmm. I don't know. Maybe. But maybe we will have to do it again. Yeah. ZScuba0007. Hi guys, I really like the end, the gay part. And your answers. The questions about meaning of life. I said it in the German part, my answer was quite a good quote. Good job. I'm waiting when the English part's gonna be longer than the German one. I habe Deutsch 6 Jahren gelernt und verstehe ihr nicht. What a waste of time. That German sentence was pretty fucked up, but I could understand what you wanted to say. What would you choose? Pranking Bruce Willis or Jet Li? Bruce Willis is fucking old right now, and Jet Li is kind of a pussy because he doesn't do all his stunts by himself like Jackie Chan, the master of all classes, does. That's why I don't like Jet Li that much. Anyways. Your opinion, buddy? I don't know them. Really. You don't know Bruce fucking Willis? Sorry? Fifth Element, Die Hard, Stirb Langsam. The Sixth Sense. You don't know fucking Bruce Willis? No. Fuck! Beer or vodka, or no alcohol? I would choose no alcohol. I would choose vodka because I don't like beer. Poland or Russia?
I don't know. I don't have an opinion about that. I think I would choose Poland because it's more near. Closer. Yeah, we can reach it with our car more easily. So, Lina, Bier oder Wodka? Was damit? Bier oder Wodka? Bier. Ich würde es überbrücken. Ich würde es überbrücken. Ist okay. Wodka. Wodka. She said Wodka. Wodka. Free plug. I'm glad that people understand the prank in Germany. In Russia, you will most likely be hit in the face. Keep it up. Your videos is awesome. And what you said on the Russian is very big. LOL. That's the last set, the last comment. So maybe we have to go to Russia to experience the people who will beat you. I think if they don't kill us, it just makes the video more funny. Mm. Funnier. Fuck man, you confused me because of the funnier, more funny. I think it's funnier. Write into this comment section. No, don't. Yeah, so again, I'm kind of sorry for the lame English part and the not so cool German part, but yeah, it's just the way it is. People kept asking for another episode of our feedback video. That's why here's we did it very well. I hope we could entertain you. No. Yeah. It's not the purpose of that video to entertain you guys, 100%. It's just for connecting with our community and keeping in touch, answering questions, you know. And yeah, if you have anything to say, post it in the comments. Next time we will be more people, hopefully, in color. I said it in the German part. Kala will be here on 13th of July. Yeah, but do you say 13th? Yeah. 3rd. Okay, he will be here on 13th July, and then it will be 2, I think, and then we can do another video, or we can do it weekly, but then next week will be like 2, 3, or 4 people at the most, tops, you know, 4 people, tops, yeah. Yeah, sorry guys, not that exciting, but we'll see next time, maybe more crazy shit, hitting the fan. What do you think about this? Look, does it look good? Please. Fuck that shit.